schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen beim Kölner Treff heute Abend. Hier ist gute Stimmung, wie Sie hören. Das ist auch kein Wunder bei einer wunderbaren Gästerunde, die wir für Sie zusammengestellt haben. Vielen Dank. Dann fange ich doch mal damit an, dass ich schlicht und ergreifend sage, er ist wieder da. 3 Jahre nach dem Ende seiner Talksendung im Radio, da möchte er es noch mal wissen, und zwar im Fernsehen, der Nachtfalke. Jürgen Domian ist wieder da. Herzlich willkommen, Kölner Treff. Sie ist eine Meisterin der Verzierung und erklärt uns, warum Menschen, die backen und die ungewöhnliche Süßspeisen herstellen, einfach gute Menschen sein müssen. Ich freue mich sehr. Inni van Maaiklokjes. Schön, dass du da bist. Sein Motto scheint zu sein, my home is my castle. Deswegen sendet er aus seinem eigenen Zuhause. Und das seit vielen Jahren. Und es geht meistens um Fußball, Fußball, Fußball. Aber er hat noch sehr viel mehr drauf. Arndt Zeigler, herzlich willkommen. Vor rund 15 Jahren, da machte er mit seinen Freunden Berlin-Neukölln ziemlich unsicher. Und heute gilt er als einer der Stars der Comedy-Szene. Ich freue mich sehr. Felix Lobrecht, schön, dass du da bist. Über 25 Jahre arbeitet er bei der Feuerwehr in Duisburg. Und er hatte immer das gute Gefühl, wenn wir kommen, dann ist Rettung in der Nähe. Bis der Einsatz der Love Parade kam. Und das war seitdem keine Gewissheit mehr. Über das und vieles mehr spreche ich mit Jörg Helmrich. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Und sie ist eine der beliebtesten deutschen Schauspielerinnen. Vor allen Dingen aber, und das beeindruckt mich besonders, ist sie schlicht und ergreifend eine Frau mit Haltung. Worum es da geht, das bespreche ich mit Maria Furtwängler. Herzlich willkommen. Liebe Maria Furtwängler, mit 4 Jahren wollten Sie unbedingt Lkw-Fahrerin werden. Stattdessen sind Sie Ärztin und Schauspielerin geworden. Was ist denn da schiefgelaufen? Ich frage mich das bis heute. Das ist mir ein Rätsel. Ja, ich habe mit 4 Jahren wirklich eine Frau gesehen, die mit unglaublich mächtigen Armen weit über mir einen riesen Truck steuern, an so einem Steuer saß. Und irgendetwas war da so, boah, das will ich auch. Irgendwie dieses große Rad mit riesen Armen steuern. Also irgendeine Lust, was zu steuern irgendwie, muss schon mit 4 Jahren verankert gewesen sein. Dafür, ja, ist das alles natürlich. Es hat nicht nur an den Armen gelegen. Nein, aber für mich sah das so aus, als wäre das an diesen riesen Armen. Es war toll. War das ein russischer Spielfilm? Nein, das war zu Hause in München. Das war so eine Frau, die da vorbeifuhr und einrangierte. Es war toll. Es war beeindruckend. Früher nannte man das ja Mädchen in Männerberufen. Da gab es ja mal so eine Aktion. Ja, aber eigentlich so eine klassische Frauen im Männerberuf. Absolut. Ne? Absolut. Da fällt mir gerade ein, Herr Helmrich, Feuerwehrmann. Ist das heute noch ein Traumberuf für Jungen? Ich denke schon, ja. Es gibt bestimmt viele. Also im Kindesalter ist Feuerwehr und Lokomotivführer, glaube ich, ziemlich hoch im Kurs. Mit den Jahren wechseln dann so die Berufswünsche. Aber wir haben zum Beispiel in Duisburg keine Nachwuchsprobleme. Aktuell haben wir immer eine sehr lange Warteliste von jungen Leuten, die gerne zur Feuerwehr möchten. Na, heute ist es ja so, dass viele Mädchen zurückgehen in Berufe, die eher klassisch sind. Sollte man ja eigentlich gar nicht so meinen. Und das ist ein Anliegen, was Sie haben, denn Sie kommen selber aus einer Familie, Ihre Mutter Schauspielerin, der Vater Architekt. Die Mutter war Feministin. Hat das sofort auf Sie abgefärbt oder brauchten Sie... Meinen Sie? Ja. Meine Mutter war Feministin. Ja, meine Mutter war... Sollen wir anrufen? Telefonjoker? Lieber nicht. Okay, lieber nicht. Doch, meine Mutter hat, ich würde sagen, sie hat auf eine Weise sehr feministisch sich geäußert und hat sehr wenig feministisch gelebt. Sie hat alleine den gesamten Haushalt geschmissen. Sie hat gekocht für meinen Vater, der dann mal kam oder mal nicht kam. Aber es war selbstverständlich. Sie hat eingemacht, sie hat gestrickt, sie hat gemacht und sie hat eigentlich konstanter das Geld verdient als mein Vater. Der es eher dann leider verzockt hat. Also insofern war das Feministische verbal durchaus vorhanden, aber weniger im Beispiel, was sie uns vorgelebt hat. Aber insgesamt war sie die starke Person? Sie war eine starke Person, sie ist eine starke Person. Ihre Tochter, die mittlerweile 27 Jahre alt ist, spielt Fußball.
Ja. Gab es da irgendwelche Widerstände, beispielsweise von Ihrem Mann, der ja einer anderen Generation als Sie noch angehört? Da waren ja Fußball gegenüber? Mhm. Nein, also Sport und all das findet mein Mann großartig. Und Teamsport, das ist klasse. Und jetzt da in Berlin, das ist großartig. Ich glaube, er hat sich ein bisschen schwer getan und tut sich ein bisschen schwer mit den pinken Haaren. Ich finde es ganz cool. Okay, wächst ja raus. Wächst doch wieder raus, oder? Oder wenn ich jetzt pinke Haare, wann dann? Ich habe kurz überlegt, sollte ich das auch mal machen? Dann dachte ich, die Zeit ist wahrscheinlich zu spät. Zu spät, ne? Muss man einfach zu sagen. Blau? Blau, ja, das kommt aber dann, wenn man sich die weißen Haare später färbt. Dann wird es eh blau und lila, das stimmt. Das kennt man doch. Aber für pink ist es nie zu spät. Ich erinnere mich aber daran, Eni, du hattest auch mal rosa Haare. Genau. Ich hatte sie erst knallrot und dann wurden sie langsam pink und dann wurden sie zart flamingorosa. Und ich fand das total schön. Mittlerweile mag ich es bei mir, also ich hätte es gern wieder, aber ich mag es bei mir nicht, weil in Berlin zu viele mit so einer Haarfarbe rumrennen. Oh Gott. Also ich müsste dann umziehen in eine andere Stadt, wo das denn nicht so der Fall wäre. Das muss ich ja natürlich jetzt sagen. Es Hip-Hop ist in Berlin nicht mehr so ein mehr Alleinstellungsmerkmal. Ja, so geht das. Aber wenn Ihre Mutter hat ja ein bestimmtes Rollenverhalten auch vorgelebt, also dieses Sorgen für den Mann. Sie sind eine selbstständige Frau, war Ihre Mutter außer als Schauspielerin. Weshalb haben Sie mit Ihrer Tochter, die auch Fußballerin ist, die schon 27 Jahre alt ist, hat sich gesagt. Sie ist Musikerin vor allem. Musikerin? Also Fußballerin ist sie wirklich von Beruf. Als Hobby. Ja, aber es ist schon toll, finde ich, dass ein 27-Jährige dann auch weiter Mannschaftssport ja, macht. Ja, die liebt Beruf das, hat. Das Schönste für sie. Wieso haben Sie mit Ihrer Tochter eine Stiftung gegründet, die sich vor allen Dingen um die Stärkung von Frauen kümmert und um die Vielfalt im Rollenbild? Ehrlich gesagt hat es angefangen mit meiner Arbeit für die German Doctors in der Dritten Welt, dass ich da eigentlich erst kapiert habe, hui, es gibt doch krasse Unterschiede im Umgang mit Männern und Frauen. Da ging es immer wieder um Frauen, die mit schwersten Verbrennungen in Indien zu uns kamen, in Kalkutta. Und ich begriff irgendwann, das sind Opfer von Mitgiftjägern. Das heißt, der Mann schubst die eine Frau ins Feuer, damit die dann weg ist und er eine neue heiraten kann und wiederum neue Mitgift kassiert. Und mich hat das so erschüttert und auch gleichzeitig erschüttert so die Nonchalance der Ärzte nach dem Motto, hey, that's the way it is. Das kann man nicht ändern. Und erst das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Und später ist meine Tochter dann auch mal zu so einem Einsatz mitgekommen und hat gearbeitet mit so Street Kids auf den Philippinen, Mindanao. Und da hat sie irgendwie gesehen, dass die Kinder, die Mädchen, mit denen sie Fußball spielt, weil auch dort hat sie natürlich gleich wieder einen Fußballverein ausfindig gemacht, dass manche von denen anschaffen gingen und manche von denen wirklich ein ganz, ganz anderes Leben geführt haben. Und das hat sie so bewegt und mich, und ich wollte eigentlich meiner Tochter das Gefühl geben, man kann was machen. Und so haben wir gemeinsam mit den German Doctors damals auf den Philippinen ein Schutzhaus gegründet für Mädchen, die Opfer von Zwangsprostitution, Menschenhandel geworden sind. Und so fing das an. Das war das Malisa Home. Und dann haben wir später überlegt, was können wir in Deutschland machen? Sie in der Musik, ich in den Medien, also beide irgendwie in den Medien. Und haben gedacht, wir können hier etwas für die Stärkung der Sichtbarkeit von Frauen machen. Weil uns klar war, dass die latente Unsichtbarkeit von Frauen auch eine subtile Form von Diskriminierung ist. Nun haben Sie Ihren Weg gemacht. Habe ich das jetzt sehr komplex alles? Nee, es war passt, würde ich mal sagen. Okay. Passt und ist klar. Das ist ja vielen auch wirklich aufgefallen, dass Sie plötzlich auch in den Nachrichtensendungen erschienen sind, vor zwei Jahren ungefähr, zweieinhalb Jahren, und haben sich stark gemacht dafür, dass wir sozusagen die Sichtbarkeit in den Medien verstärken. Das war auch eine Studie, die darauf zurückging. Und man dachte, aha, was macht denn Frau Furtwängler jetzt eigentlich, die wir als Schauspielerin aus dem Tatort beispielsweise kennen? Und so. Und dann war klar, dass Sie eine engagierte Frau in der Beziehung sind. Würden Sie sagen, Sie sind Feministin? Auf jeden Fall, selbstverständlich. Das heißt, für mich heißt Feministin sein, einfach für eine eindeutige Gleichberechtigung von Frauen und Männern einzutreten. Mehr ist es ja. Ja. Gebe ich diese einfache Definition noch mal weiter? Eni, Feministin? Ich glaube, ja. Vielleicht nicht so, wie manche sich eine Feministin vorstellen. Dann doch sehr weiblich immer. Und sehr mädchenhaft angezogen. Ja, ich glaube, das ist... Hallo? Ja, aber ich glaube, bei Feministin denkt man ja dann oft an Kämpferinnen. Ne? Und irgendwie, ich finde, das kann man ja durchaus auch mit mädchenhaften Styling machen. Wieso nicht? Ja. Man spricht überhaupt nichts dagegen. Also für mich zählt auch zu Feminismus, dass man zeigt, dass man eine Frau ist. Ne?
Also das finde ich ganz wichtig, dass man genauso viel kann wie ein Mann. Okay, also, auch Männer können Feministen sein. Felix, bist du Feminist? Safe. Was? Klar. Da kommen wir noch zu. In dem Roman, den du geschrieben hast, kommen Frauen nicht vor. Ja, weil für die Geschichte hat es keine Frauen gebraucht, so richtig. Und, nee, ist ernst gemeint. Und, ja, es war die Gang aus Neukölln. Ja, genau. Und ich dachte mir halt, wenn ich den einigermaßen authentisch schreiben will, dann kann ich es nur aus einer Perspektive schreiben, die ich selber kenne. Und ich kenne nur die männliche. Gut. Ich komme darauf zurück, weil damals ging es um die Sichtbarkeit der Medien, Maria Furtwängler. Und es gibt eine neue Studie aus diesem Jahr, die Sie in Auftrag gegeben haben. Da geht es darum, um den Einfluss von Influencern im Netz. Und es hat sich ja mittlerweile auch rumgesprochen bei Menschen, die nicht so oft im Netz unterwegs sind, dass die Influencer, die Frauen beispielsweise, man könnte ein paar Namen nennen, dass die sehr weiblich sind, dass die sehr viel Werbung machen, dass sie sehr viel Wert auf Schönheit legen. Was ist daran so, dass es ihnen auf die Nerven geht? Wir haben mit unseren Studien einfach versucht, diesem Gefühl, das wir da haben, sehr viel dieses, sehr viel jenes oder sehr viel weniger Frauen in den Medien, wenn sie älter werden, oder einfach Fakten gegenüberzustellen. Und das haben wir eben gemacht im Fernsehen und im Kino, Nachrichten und so weiter. Und das haben wir eben jetzt auch gemacht, wie Sie sagten, YouTube und Instagram, und haben erstmal auch da gezählt, was kommt denn, wie oft kommen denn Frauen vor, wie oft kommen Männer vor bei den erfolgreichsten Influencern. Und da ist es genau wie lustigerweise Fernseh, TV, Frauen kommen genau halb so oft vor wie Männer. Eigentlich erstmal merkwürdig, wir sind die Hälfte der Gesellschaft, kommen auch in dem Bereich halb so oft vor bei den erfolgreichsten 100. Und dann haben wir uns geguckt, was sind die Unterschiede, wo kommen Männer vor, wo kommen Frauen vor. Und da ist es eben so, Männer machen sehr vieles. Also die erfolgreichen Männer da, die können Politik machen, die können sehr viel Humor, die machen sehr, sehr viel Gaming natürlich. Aber Sport, es ist sehr breit, die können dick sein, die können dünn sein, die können lustig sein, die können smart sein, die können eigentlich alles sein. Bei Frauen ist eben, und das ist vielleicht das Problem, ist der Korridor, in dem sie sichtbar und erfolgreich sind, sehr viel schmaler. Sie sind nicht nur sehr attraktiv und schlank und jung, sondern sie sind alle, beschäftigen sich eben, die wirklich Erfolgreichen, mit Dingen wie Schönheit, wie Dating, wie Kochen, Backen und Basteln. Also wir haben da wirklich die sehr traditionellen Rollenbilder in dem Bereich, wo Frauen sehr erfolgreich sind. Jetzt fragt man sich, warum ist das so? War das die Frage? Ja, das war dann beantworte ich sie. Nein, ich wollte eine Zahl einwerfen. Eine Zahl. Die habe ich umgehauen, die habe ich ja von Ihnen bzw. aus der Studie entnommen. 21% der jungen Mädchen vergrößern, wenn sie sich darstellen, ihre Brüste. Das heißt, die stellen sich so dar, wie sie meinen, dass es unheimlich gut ankommt. Und ich dachte, was? Das kann doch wohl nicht sein. Ja, also wir haben festgestellt, dass 100% der Mädchen, die zum Beispiel Dagi B folgen, ihre Haut mit Filtern überarbeiten. Wir haben festgestellt, dass die allermeisten, die Heidi Klum folgen, ich glaube, sich schlanker machen, die Zähne weißer machen. Also das Beispiel, dem man dann nacheifert, 12-jähriges Mädchen hat zum Beispiel erzählt, ja, dann mache ich mir die Beine länger, weil das sieht natürlicher aus. Also die Vorstellung dessen, was natürlich aussieht, verändert sich. Und der Druck ist eben enorm hoch auf die Jungen, vor allem Mädchen, das geht an den Jungs nicht vorbei, aber vor allem auf den Mädchen, weil der Korridor einfach so schmal ist. Als wir jung waren, würde ich sagen, gab es einfach noch verschiedene Möglichkeiten. Ich konnte mich noch entscheiden, ob ich Popper sein will, Punk, Hippie oder Grufti. Es gab diese verschiedenen Möglichkeiten. Wofür haben Sie denn entschieden? Ich? Popper. Okay. Popper, aber ich war nie wirklich gut equipped. Ich wollte immer diese Penny Loafers und irgendwas hat immer gefehlt. Und die schruppige gelbe Wolljacke von Benetton, die sah auch scheiße aus. Aber und die Karottenjeans sahen vielleicht schlecht. Ja, krass, das weiß ich noch. Wirklich krass schlecht. Aber egal. Und da konnten wir uns entscheiden. Und heute ist es einfach extrem schmal geworden, der Korridor. Es gibt nicht mehr diese verschiedenen Strömungen. Die Mädels sehen alle wahnsinnig ähnlich aus, haben alle schöne, lange Haare. Es gibt kaum mehr Mädchen. Und eine Inflation von langen, künstlichen Fingernägeln. Ja. Aber wenn ich da zu was sagen darf, es gibt ja auch eine ganz andere Welt. Die gibt es. Ja, die sind nur nicht bei den sehr Erfolgreichen, leider. Ich habe gesagt, wir haben uns die Erfolgreichsten angeschaut. Wenn Sie zum Beispiel die
Hauptaktivisten von Fridays for Future anschauen, das sind Mädels. Ja, das sind nicht so aufgelackte Mädels, wie sie gerade Das ist die Gegenbewegung, Jürgen, denn gerade heute war der große Aktionstag in Berlin, waren glaube ich 250.000 auf der Straße. Ja, und da wollte ich Sie nämlich auch gerade fragen, ist das ein Ding, wo Sie sagen, ja, schon auch noch andere? Es gibt übrigens ganz tolle andere Influencer, die eben erklären, wie man eine Rakete baut und so weiter. Aber Rakete ist auch ein schönes Beispiel. Ja. War jetzt so ein Beispiel. Also die wirklich was ganz anderes machen, aber die sind eben im Moment noch sehr viel weniger sichtbar. Es kann durchaus sein, unsere Studie stammt ja sozusagen vom letzten Jahr, dass durch die Bewegung Fridays for Future im politischen Bereich jetzt auch wirklich mal Mädchen zu einer wirklich großen Sichtbarkeit kommen. Ich würde mir das sehr wünschen. Eine Frage persönlich, das Verhältnis Ihrer Tochter ist gut. Sie haben zusammen die Studie... Ich wollte aber ganz kurz sagen, was auch einer der Gründe ist. Warum ist das eigentlich so? Das ist ja die Frage. Jetzt ist das ja der freieste Raum, da können die Mädels tun und machen, was sie wollen. Ja, warum ist eben doch, sind die mit den Gucci-Taschen und den sowieso... Darf ich das sagen? Ja. Ja, hier darf ich das sagen. Ich, beim Tatort muss man also alles abkleben, das ist der absolute Wahnsinn. Also eins klar ist entscheidend, wo geht die Werbung rein? Die Werbung geht rein da, wo sie was verkaufen kann. Und das sind natürlich die Produkte, was weiß ich, Kosmetik, DM, Taschen, Fashion und so weiter. Das ist ein Ding. Und sobald die Mädchen etwas anderes machen, über ein anderes Thema sprechen, werden sie viel radikaler gebasht im Internet. Sie werden ganz furchtbar abgeurteilt. Und da gibt es ja dieses eine Beispiel eben von Shirin David. Da gibt es ein Beispiel. Es gibt heute übrigens auch aktuell das Urteil, als es um die unglaublichen Beleidigungen gegen Renate Künast ging, die ein Gericht in Berlin für statthaft gehalten hat im Sinne der Meinungsäußerung und der Kommentierung. Was natürlich krass ist, weil die Feindschaft gegen Frauen im Netz ist natürlich wirklich gigantisch. Extrem. Und sobald Frauen aus diesem schmalen Korridor sozusagen von Beauty und sich zeigen und schön sein wollen, rauswagen, werden sie sehr viel stärker kritisiert. Und das ist einschüchternd, keine Frage. Wie würden Sie das Verhältnis zu Ihrer Tochter beschreiben? Es gibt ja manche, die sagen beste Freundin, wenn sie auf einer Wellenlänge sind. Oder wie würden Sie es sagen? Ich mag den Begriff nicht so, beste Freundin. Ich bin ihre Mutter und wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Und das genieße ich sehr. Und gleichzeitig spüre ich natürlich, wie... Ja, mehr beim Sohn, ehrlich gesagt, als bei der Tochter, so eine Entfernung und so ein, ja, auch Mama, du musst nicht überall reingucken und Mama und ich muss das zulassen. Und das ist richtig und das gehört sich und das weiß man und es ist trotzdem wahnsinnig schmerzhaft. Sie ist 27. Wirklich? Ja. Ich weiß nicht. Das ist ganz lustig, dass in dem Film... Ja, aber es ist so ein Prozess. Das ist ein anhaltender Prozess. Das ist nicht von heute. Ich war ganz erleichtert, dass meine Kinder auszogen von zu Hause. Da dachte ich, oh, herrlich, habe ich mehr Zeit. Gott, die anderen Mütter tun da rum. Das ist mir gerade so egal und so. Und dann Jahre später eigentlich so schrittweise fand ich das erst. Anhaltend. So, da ist der Begriff halten schon drin. Ja, genau. Das ist die große Liebe unseres Lebens, unsere Kinder. Und irgendwann sind wir nicht mehr der Mittelpunkt ihrer Welt. Und das wird immer weniger. Und das ist schmerzhaft. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Doch nicken, gell? Schon. Naja, dass Sie jetzt gerade in dem Fernsehfilm, der jetzt ansteht, der wird am 25. gesendet, da haben wir einen Ausschnitt von. Da geht es auch um ein Verhältnis von Mutter und Tochter. Und da ist die Tochter viel spießiger als die Mutter, weil die Mutter... Sie ist eine etwas ältere Rockmusikerin und da funkt es zwischen diesen beiden, weil die sich nicht übereinkriegen. Und daraus zeigen wir einen kurzen Eindruck und dann sehen wir sie sozusagen als Rockmusikerin. Wir haben mit Udo Lindenberg ein bisschen geübt, wie man sich als Rockstar so benimmt. Hat es Spaß gemacht? Mit Udo hat riesen Spaß gemacht. Ein riesen Spaß. Ja. Und zweitens, waren Sie Ihrer Tochter jemals peinlich? Oft ist es ja so, dass Kinder in einem bestimmten Alter ihre Eltern einfach nur peinlich und doof finden. Natürlich war ich meinen Kindern peinlich. Ich glaube, öfter als mir klar ist. Ich weiß, ich musste eine Zeit lang herhalten, um sie in die Disco reinzubringen, weil sie zu jung waren. Und dann sollte ich mich aber, was sehr schwer ist, in der Disco völlig unauffällig verhalten. Und wenn ich dann getanzt habe oder ähnlich grausame Dinge getan habe, war das, glaube ich, unfassbar peinlich. Oder beim Fußballclub, wenn ich kam und es hat geregnet, mein Sohn mit abgetrocknet hat. Ah. Das sind Sachen, von denen er heute, glaube ich, noch nachts schweißgebadet aufwacht. Wie seine Mutter mit rosa Handtuch übers Spielfeld rennt und ihn trocken rubbelt und so. Das war fatal. Maria Furtwängler, schön, dass Sie da sind. Grüße an die Familie.
Lobrecht. Im vergangenen Jahr Comedy-Preis für den besten Newcomer, für den Newcomer des Jahres. Der erste Roman von dir, ein Bestseller, wird demnächst auch verfilmt. Die Tour ist bis 2020 ausverkauft. Wie ist das Gefühl, so erfolgreich zu sein? Mega. Nee, ist cool. Ist ein bisschen albern, weil es jetzt so schnell ging. Ich bin ja effektiv irgendwie seit 3 Jahren auf der Bühne, nicht mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So. Und ja, so. Das ist ein krasser Lebenslauf, wenn man sich den anguckt, weil das ging nicht so ganz doll los. Du warst 4 Jahre alt, dein Bruder 2 und die Schwester war gerade auf die Welt gekommen. Da verstarb deine Mutter an Krebs. Mhm. Und dein Vater hat gesagt, okay, ich gehe von Münster aus dahin, wo ich herkomme, nämlich Berlin, ja. Berlin-Neukölln. Und ich guck, dass die 3 groß werden vernünftig. Das ist eine tolle Sache. Ihr hattet aber nie Kohle. Wie ja, mein Vater hat uns halt zu dritt großgezogen alleine und konnte entsprechend nicht arbeiten gehen, weil er 3 kleine Kinder zu Hause hatte. Und ja, dann hatten wir nicht so viel Geld, aber... War euch das bewusst? Eher so im Vergleich zu anderen. Also mir ist ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Ich finde, mein Vater hat das auch ziemlich gut gemanagt. Frankie, bester Mann. Nee, das ist... Ja. Nee, der hat es gut gemacht. So. Ich habe das nicht gemerkt. Ich habe es nur an so Sachen gemerkt, wie dass wir nicht irgendwie groß in Urlaub gefahren sind oder, keine Ahnung, ich war nie in meinem Leben im Freizeitpark oder so ein Quatsch. Aber es gab immer Vollkornbrot und kein Krümel-Eistee und so eine Scheiße. Er hat es schon gut gemacht. So. Ich habe es dann eher später gemerkt, so als ich dann, ich war mal auf dem Gymnasium irgendwie für 1,5 Jahre, habe mir das mal angeguckt und bin dann da runtergeflogen, mangels Verhalten. Und ich habe eher so in Kontrast zu meinen Mitschülern auf dem Gymnasium dann so gesehen, so, okay, man kann auch in Urlaub fahren und so. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du unterhaltsam, um nicht zu sagen komisch sein kannst? Witzig war ich schon immer, aber ich bin eigentlich nicht so ein Mittelpunkttyp gewesen oder so ein Klassenclown war ich eigentlich nie. Es war mehr so mit Freunden oder meiner Familie, meinem Bruder. Meinem Bruder habe ich viel rumgealbert, mit dem habe ich mir lang Zimmer geteilt. Ja, weiß nicht. Wenn man sich meinen Lebenslauf anguckt, dann war nicht abzusehen, dass ich irgendwann mal auf der Bühne stehe und Witze erzähle. Nee, in dem Roman, den du geschrieben hast, Sonne und Beton, geht es um eine Jungengang, muss man sagen, in Berlin-Neukölln. Da wird wahnsinnig viel geprügelt. Ist ja, Gang würde ich es nicht nennen. Einfach 4 Freunde. Ja, so eine kleine Gang. Eine kleine Gang. Da wird wahnsinnig viel geprügelt. Und in dem Podcast, den du auch machst mit Tommy Schmidt, da unterhaltet ihr euch einmal über Prügeleien. Und dann seid ihr einer Meinung, Prügeln ist ganz schön geil. Kannst du mir das erklären? Nee, ich find's einfach echt geil, wenn 10 Leute auf einen, nein, Spaß. Wir sagen nicht, Prügeleien sind geil. Ich habe gesagt, dass ich mir so eine Schlägerei sich mal angucken kann, schon unterhaltsam sein. Aber ich möchte jetzt nicht Gewalt propagieren. Ja, da ist es. Merkwürdiges schon. Statement gerade, aber. Leute, boxt euch. Darf ich noch fragen? Ich find's ganz okay. Felix. Hau rein, Domian. Wieso mal? Du sagst, das kann unterhaltsam sein. Eine Prügelei. Ach so, ja. Ja, erklär mal. Ja, nein, ich meine nicht, ich finde es geil, wenn sich Leute boxen oder auf die Schnauze kriegen. Im Podcast ist ja auch immer alles nur so halb ernst gemeint. Ich glaube, im Konkreten sind wir im Podcast, glaube ich, drauf gekommen, dass irgendwie nachts nach Hause gekommen sind und da haben sich irgendwelche Leute auf die Schnauze gehauen. Und das ist manchmal ganz witzig mit anzusehen. Aber das war's. Ja. Mit anzusehen. Das ist jetzt die Betonung. Ich habe auch oft genug auf die Schnauze bekommen, so ich weiß auch, dass es nur so mittelgeil ist. Tut das dann noch weh? Ja, in dem Moment nicht, aber später schon. Später, ne? Ja, man merkt es in dem Moment nicht. Du bist über Poetry Slam, bist du im Grunde genommen auf die Bühne gekommen und darauf, dass du dann eben doch im Mittelpunkt gestanden hast. Ja. Wenn du heute auf dein Leben guckst und das, was daraus geworden ist, warum warst du, oder hast du eine Erklärung dafür, dass du also so heranwachsender gewesen bist, dass du so abgedriftet bist aus dem, was dein Vater sich auch für dich versprochen hat? Du bist von der Schule geflogen, du hast mit den Jungen abgehangen, du hast rumgekifft und rumgesoffen und es war eine Zeit lang nicht ganz klar, ob du die Kurve kriegst. Ich glaube, mein Vater hatte nie irgendwie so ein konkretes Bild vor Augen, was wir werden sollen. Also der ist ein sehr liberaler Typ und dem war einfach immer nur wichtig, dass wir machen, worauf wir Bock haben im Rahmen der Gesetzgebung. Und dass es uns gut geht, so dass wir einfach gute, sinnvolle Mitglieder dieser Gesellschaft werden. Aber der jetzt nicht irgendwie so ein, du musst das werden, du musst Arzt werden und hier machst du auch irgendwas so. Aber Sorgen gemacht haben sie sich wahrscheinlich schon zu der Zeit. Ja klar, wir haben uns zwischen 14 und 18, hatte ich mit meinem Vater eigentlich jeden Tag Streit. So, wir haben einfach, ich habe kein Verständnis für ihn gehabt, er hat kein Verständnis für mich gehabt. Ich fand draußen rumhängen einfach spannender als irgendein Daddy-Quatsch. So.
Und ja, aber ich glaube, es ist halt auch normal in dem Alter. In Berlin oder halt in Neukölln sind halt die Möglichkeiten andere als in, was weiß ich, Alter. Ich glaube, war in München, als Sie in dem Alter waren, anders, ne? Ja, also, ja, so interessant. Wenn ich eine Prügelei sehen würde, ich kriege das Bild gar nicht raus. Ich finde es nur schrecklich. Und das ist so interessant, dass man so, das ist auch so ein unterschiedliches Priming von Männern und Frauen. Da ist auch so eine Vorstellung von Maskulinität. Ne? Es gibt auch Mädchengangs in Neukölln. Das glaube ich. Das glaube ich. Die sind richtig eklig. Die sind auch nicht, keine Spur, keine Spur Tochter. Keine Spur Tochter. Absolut. Ja, aber es sind so zwei Welten, ja. Die geordnete Welt ihrer Kindheit in München und dann die heftige Welt, in der sie aufgewachsen sind, in Berlin-Neukölln. Da denkt man, wie passt das zusammen in einer Gesellschaft, fast in einer Zeit so. Wie war denn trotzdem das Gefühl, überhaupt keine Kohle zu haben und zu merken, dass die anderen einfach mehr haben? Wie gesagt, ich habe das eigentlich nur so richtig gemerkt in diesen anderthalb Jahren Gymnasium. Und ja, ich habe mir da ehrlich gesagt, ich war als Jugendlicher jetzt nicht so mega selbstreflektiert oder habe so, ja, und wie war das eigentlich für mich? So, es war, Schule war für mich Belustigung. So, ich habe das irgendwie einfach so gemacht, dass ich den Tag rumkriege und viermal lache. So. Mir ist es erst so richtig aufgefallen, ich habe dann in Marburg studiert, Politikwissenschaften, wissen die wenigsten. Wie kam das denn plötzlich? Erst von der Schule geflogen und überhaupt keinen Bock auf irgendwas. Ja, und dann Abi krass, nachgemacht, Alter. Und Politikwissenschaft studiert. Ja, meine Schullaufbahn, also mein Werdegang ist ein bisschen unhandlich. Ich bin vom Gymnasium geflogen, dann habe ich Realschulabschluss gemacht auf so einer Gesamtschule in Neukölln. Habe dann jahrelang gejobbt irgendwie in Fitnessstudio und Kaufland und alle mögliche Kacke. Und fand das alles fürchterlich und dachte mir, okay, vielleicht sollte ich doch nochmal zur Schule gehen. Dann habe ich mich mit einem damaligen Kumpel, den ich auf meiner Chaotenschule kennengelernt habe. Also wir haben uns kennengelernt, weil wir beide immer aus dem Unterricht geflogen sind, aus verschiedenen Klassen. Haben wir uns im Unterricht immer so auf den Gängen getroffen. Min Lun hieß der, guter Mann, ist leider verstorben, Min. Genau, und der meinte dann, lass mal irgendwie Fachabi machen, einfach so aus so einer Laune heraus. Und dann haben wir Fachabi gemacht, da hat mir Lernen das erstmal ein bisschen Spaß gemacht, weil die Klasse doch irgendwie ein bisschen, die Leute waren halt freiwillig da. So, für Fachabi muss man sich da anmelden. Und dann haben wir Fachabi gemacht, dann habe ich Zivi gemacht, eine Ausbildung gemacht und abgebrochen. Dachte mir, ich will studieren, habe das 3 Semester gemacht an so einer privaten Hochschule. Dafür ist mein komplettes BAföG draufgegangen und ich fand es albern. Und dachte mir aber, studieren an sich ist cool. Dann habe ich das richtige Abitur noch nachgeholt in autodidaktischer Vorbereitung. Und dann habe ich Politikwissenschaften studiert. Und bist auf der Bühne gelandet als Comedian. Jetzt bin ich ein Star, Alter. Vorhin fragte Maria Furtwängler, darf ich Gucci hier sagen? Wir haben eben, das sind eigentlich zwei Welten, in denen sie und du aufgewachsen seid. Heute hast du, ich lasse jetzt auch mal, so ein Gucci-Teil an und die Uhr war auch nicht preiswert, die ist nämlich original und nicht aus Bangkok. Ja. Wie ist denn das heute? Mein Vater sagt immer, ich soll im Fernsehen nicht darüber reden. Sorry, Dad. Ja, wie ist es, endlich Kohle zu haben und dann auch so zu sagen, so, ich kaufe mir das jetzt. Das ist Luxus und ich finde es einfach nur super. Ja, ist witzig so. Mir macht das Spaß. Ich konnte mich schon immer für Klamotten begeistern und Style und so fand ich schon immer irgendwie cool. Und jetzt kann ich auch endlich die Sachen tragen, die ich halt wirklich gut finde und nicht die Fake-Version. Es gab früher in Berlin so Fakes von den Fakes. So die Neukölln waren so die gehypten Hosen, als ich jung war, waren Picaldi-Hosen. Und Picaldi-Hosen waren ein Abklatsch von Dieselhosen. Und dann gab es noch vom Picaldi wiederum Abklatsch, der hieß Daggio Romanzo. Und da hat man sich immer so an den Nähten innen geschnitten. Weil die, so, wow. die waren so mittelgeil. Du hast deinen Vater, wie hast du dich bei dem bedankt? Ja, keine Ahnung. Es gab jetzt nie irgendwie so ein Gespräch, wo ich so gesagt habe, so danke, Dad. Das war einfach, keine Ahnung, wir haben uns dann irgendwann... Man wird ja auch einfach älter und dann versteht man sich ganz anders, begegnet sich viel mehr auf Augenhöhe und so. Und ich würde meinen Vater als meinen besten Kumpel irgendwie beschreiben. Und der weiß, wie ich ihn sehe und wie viel Respekt ich vor seinem Lebenswerk habe. Und da war jetzt kein wörtliches Danke irgendwie nötig. Aber falls doch, danke. Okay. Aber... Du bist, glaube ich, schon so ein Familienmensch. Ne? Dein Bruder hast du sozusagen in dein neues Leben geholt, was du führst. Er ist der Manager, was auch immer. Mein Bruder ist mein Tourmanager, ja. Genau. Der ist immer mit am Start.
Ja, meine Schwester ist nicht involviert, die hat das Bewerbungsgespräch verkackt, nein, Spaß. Ja, meine Schwester hat nie Probleme gemacht. Mein Bruder war auch so ein Hallodri wie ich, so ein bisschen anders, aber auch. Und meine Schwester, die hat irgendwie, wahrscheinlich weil sie zwei ältere Brüder hatte, die irgendwie schon alle möglichen Grenzen ausgetestet hatten, die hat es einfach so straight auf dem ersten Bildungsweg Abi gemacht und macht gerade einen Master in Kunst und Literatur oder Ähnliches. Ich weiß nicht genau. Oder Ähnliches. Du hast jetzt in relativ kurzer Zeit unheimlich viel erreicht. Hast du manchmal das Gefühl, nachts, tagsüber, spätabends, wie auch immer, wow, vielleicht ist der Hype irgendwann schlagartig wieder vorbei? Ja, klar, also es gibt gerade keinen konkreten Anlass irgendwie so. Ich wüsste jetzt nicht, warum. Aber ich habe das schon auf dem Schirm, dass es so sein kann. So, weil wir auch einfach in so einer krass schnelllebigen Zeit irgendwie leben. Und ja, gerade als Comedian ist Political Correctness und diese Überinterpretation dessen nicht unbedingt immer sinnvoll. So mit dieser Shitstorm-Kultur und so. Also das gibt es nicht nur bei Äußerlichkeiten, bei irgendwelchen Influencern oder Frauen in der Öffentlichkeit, sondern auch einfach so dieses, boah, er hat das gesagt und er ist ein Nazi und er ist sowieso alle homophob. Also sowas kann einem schon passieren, aber ich wüsste gerade nicht konkret, warum. Ich habe aber auf dem Schirm, dass es vorbei sein kann. Ah, ist auch okay. Dann. Aber wenn du dein Leben in den 3 Jahren konkret ganz doll geändert hast, war dann deine Lebenswirklichkeit, aus der du ja auch Witze und Pointen geschöpft hast, eine ganz andere als heute? Das heißt, hast du dich auf der Bühne total verändert? Na, ich bin viel besser geworden einfach. Also, naja, das ist ja klar. Ja, professioneller, das ist klar. Ja, professionell, aber auch einfach handwerklich besser. Wenn man auf der Bühne steht, desto besser ist man auf der Bühne. Inhaltlich probiere ich halt einfach immer so nah wie möglich an mir und an der Realität zu sein. Weil das Thema, mit dem ich mich am besten auskenne, ist Felix Lobrecht. Und entsprechend auch das, worüber ich am besten reden kann. Du bist dein Thema. Ja, also nicht, es geht nicht alles so und dann habe ich dieses T-Shirt angezogen, sondern einfach so, die Welt durch meine Augen ist mein Thema. So, also meine Lebenswirklichkeit ist mein Thema. Warst du bei Fridays for Future? Nee. Okay. Aber ich habe einen Shoutout gegeben. In welcher Form? Ich habe eine Insta-Story gemacht. Ja, ey, das klingt irgendwie albern, aber meine Insta-Story hat mehr Leute erreicht, als heute in Berlin auf der Straße waren. Mehr als 250.000? Ja. Echt? Klar. Mann, oh. Ja, sorry. Angenommen. Ja, Domian, liebe Follower. Ich bin gerade ganz frisch bei Instagram, also ich kann gar nicht mitreden. Ist nicht so meine Welt gewesen, aber jetzt mache ich's. Okay, dann ja. Streng dich an, damit du ihn einholst. Ja, das werd ich nicht schaffen, glaube ich. Glaube ich auch nicht. Aber Spaß. Nein, ich weiß. Nochmal Respekt für deinen Lauf, für deine Laufbahn. Ja, auch mit dem Hintergrund. Ich ahne, wie schwierig das war. Felix Lobrecht, Dankeschön. Alles Gute. Danke. Danke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Eni van der Maiklokjes auch so eine Phase da war, wo du all die Welt hättest mal kurz aus den Angeln heben können, und zwar so negativ. So heranwachsend, Wut auf alles, abgehangen. Nö, also Wut habe ich nie. Ich habe eigentlich immer gute Laune, und wenn was blöd ist, dann sind sowieso die anderen, weil es ist ja nicht meine Schuld. Mir geht's gut. Also ich bin für mich auch, wenn es anderen nicht so vorkommt. Für mich bin ich immer richtig und auf der Sonnenseite. Jetzt frage ich mal die Perspektive des Vaters ab, ja, Helmrich. Sie haben 4 Kinder. Ja, tatsächlich. Hatten Sie irgendwann das Gefühl, ich muss jetzt unheimlich eingreifen, dass Sie wirklich auf der richtigen Bahn bleiben in Duisburg? Duisburg hat ja zum Teil auch so einen Ruf, da bilden sich auch Banden und sonst irgendwas. Und da gibt es auch im Ruhrgebiet eine starke rechte Szene. Oder hatten Sie immer alles unter Kontrolle als Feuerwehrhauptmann? Also alles unter Kontrolle hat man als Vater ja schon mal gar nicht. Man hat immer nur die Hoffnung, man hätte alles unter Kontrolle. Ich habe meinen Sohn mal gefragt, sag mal, in so einem Überschwang, habe ich ihn gefragt, sag mal, wie sind wir denn so als Eltern? Haben Sie gefragt? Ja, das ist eine ganz gefährliche Frage, aber ich hatte irgendwie in dem Augenblick wohl so eine extra Portion Mut, und dann sagte er zu mir nach kurzem Nachdenken, ja, ihr macht nicht alles falsch. Und da habe ich gedacht, okay, da ist, glaube ich, das Maximale an Lob, was man jetzt gerade kassieren kann. Also wir haben uns nie ernsthaft Sorgen gemacht, dass unsere Kinder da irgendwie war auf die eine nicht viel machen. Längere Formulierung als das Danke eben von Felix. Ja, genau. An Frankie.
Nee, weil du bist ja in Potsdam geboren und hast vorhin ganz kurz auf der Treppe gesagt, ich habe mich immer so gefreut, es ging um Kleidung, ich habe mich immer so gefreut, wenn von der Tante aus dem Westen was Schönes ankam. Ja, weil dann hatte ich was anderes an als die anderen, weil wir haben selber immer versucht, irgendwie was zu nähen oder so, oder als, aus alten Sachen, die dann aus dem Westen kamen, was anderes zu machen, weil es kam ja schon vor bei uns, dass man den gleichen Anorak anhatte wie jemand anders oder so, und das fand ich ziemlich uncool. Das fetzte nicht, wie man damals sagt. Okay. Da sind jetzt 20 Jahre, gut 20 Jahre Fernsehgeschichte schon. Gesicht von Viva damals, dann viele Jahre Verschönerung ist sowieso dein Lebensthema eigentlich. Ja? An dir selber, Häuser, Wohnungen, Kuchen. Ja, also, wenn man sich mit schönen Sachen umgibt oder es sich so einrichtet, dass man selber das gut findet und schön findet, ich glaube, dann geht es einem auch besser. Man muss sich das alles so machen, dass einem das so, ich sage immer, man muss so gut sitzen können mit dem Ganzen drumherum. Du hast Schaufensterdekorateurin gelernt. Erinnerst du dein erstes Schaufenster? Mein erstes Schaufenster war ganz furchtbar. Also in Berlin, ich weiß nicht, du kennst das vielleicht, auf dem Kudamm gab es so Vitrinen von, das hieß damals WOM, das gibt es nicht mehr, World of Music, das war ein riesen Plattenladen. Wow. Und das waren so Vitrinen, die waren sehr schmal, in der Mitte stand nur die Schrift und man musste die immer aussaugen als Lehrling. Ich habe das einmal gemacht und fand das ganz furchtbar, weil natürlich die Leute dran vorbeiliefen und einen angeguckt haben. Und ich hatte sehr früh auch einen Auszubildenden bekommen, ich war noch auszubilden und habe einen bekommen, der mir helfen durfte. Und den habe ich gescheucht. Also ich wusste schon, wie Delegieren geht. Und der musste das dann für mich machen. Ja, und wen delegierst du heute, deinen Mann? Manchmal, aber so, dass er es nicht merkt. Und alle so um mich rum versuche ich so zu delegieren, dass man selber nicht mehr so viel Arbeit hat. Ich mache das ganz schlau. Guter Ansatz. Ich hab aber ein sehr lustiges Zitat von dir gelesen in einem Interview von dir. Du bist Mutter von Zwillingen, von Kleinen. Ja. Du hast gesagt, wir hatten schon einen Hund, jetzt haben wir noch zwei Äffchen. Ja. Ja. Es ist ja so, ich meine, jeder weiß es, wer einen Hund hat und dann kommt noch mehr in die Familie. Also ich hätte mir auch einen zweiten Hund gewünscht. Es ist ja egal, wie viel man im Endeffekt ist. Man muss irgendwie versuchen, das zu handeln. Also man kann sich es manchmal im Leben nicht aussuchen. Und ich nehme gerne so irgendwelche Gegebenheiten dann einfach auf und versuche, die so zu regeln, dass es funktioniert. Oder so zu delegieren, dass es funktioniert. Scheint aber alles zu klappen. Und du bist jetzt seit einigen Jahren sozusagen eine, so eine Backkönigin im deutschen Fernsehen. Und ja, das wundert mich auch. Ich habe den Beruf überhaupt nicht gelernt. Ich kann eigentlich besser essen, bin ich der Meinung, als backen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Kuchen gebacken. Maria Furtwängler. Doch, ehrlich gesagt, ich liebe Kuchen. Ich backe, ehrlich gesagt, lieber Plätzchen als Kuchen, aber... Oh, ich hasse ja Plätzchen. Ne? Wirklich? Ja, wenn die Weihnachtszeit immer kommt... Also Welten Zusammenstoß. Ja, wenn Weihnachtszeit immer kommt, dann kommen immer so die ganzen auch so Interviewanfragen. Oh, wie sieht's denn Weihnachten aus? Und alle meine Freunde fangen an zu backen und präsentieren mir das dann ganz stolz, was ich toll finde. Aber ich mag das dann immer alles gar nicht mehr essen, weil es ist mir dann immer viel zu viel. Ich freue mich dann endlich dann auf überbackenes Käsezeugs oder so. Ich wollte sowieso die Männer in der Runde mal fragen, wie das Backen aussieht. Bitte schön. Ich lasse dem Felix mal einen Vortritt. Wie viel Kuchen hast du gebacken? Ich müsste zählen, aber ich glaube null. Ich glaub nicht so viele. Ich habe immerhin einen Kuchen gebacken, als 12-jähriger Junge. Backmischung. Nee. Das gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Meine Eltern waren nicht zu Hause und ich dachte, mach's mal, versuch mal. Und tatsächlich, es hat geklappt und meine Mutter sagte, man kann ihn essen. Also das war okay. Aber Backen ist ja auch eigentlich nicht so schwer. Ja, ich habe da keine Lust drauf. Chemie, ich backe nicht, ich koche nicht, das ist mir alles zu lästig. Ich möchte aber noch von Arndt Zeigler wissen, der für Fußball steht. Da möchte ich ganz gerne wissen, ob der auch in der Küche irgendwie zur Hand geht oder beziehungsweise selber. Ich hatte als Kind sehr dicke Backen, aber das ist auch alles, was ich dazu beitragen kann. Also, kann ich mich erinnern, als ich klein war, gab es im ZDF so eine Kochsendung für Kinder, die hieß Lirum Larum Löffelstiel. Ja. Da habe ich total gern zugeguckt, aber die nächste Stufe habe ich dann nicht mehr geschafft, dann auch noch was selbst zu machen. Ich habe komischerweise Kochsendung auch immer geliebt, weil da war alles schon so klein geschnitten und fertig und die mussten das nur noch so zusammenrühren. Das Maggi-Kochstudio hieß das damals. War toll. Ich dachte, so muss Kochen sein. Ja. Dann war es aber mit meiner Mutter viel anstrengender als in diesen Kochstudios. Und dann dachte ich, weil sie mussten Schnittlauch und Knoblauch hacken. Ja, weil ich musste, das war irgendwie ganz... Die niederen Arbeiten. Genau. Ja, das ist das Ärgerliche daran. Aber sie kocht ja... Ich koche auch gerne. Also ich bin gerne in meiner Küche. Und es ist auch so, dass mein Mann, der darf immer gerne den Abwasch machen, weil er sein bester Freund ist, der Geschirrspülautomat.
also dieses Gerät, das darf er auch bedienen, damit will ich gar nichts zu tun haben. Und er ist auch immer so vorsichtig, weil alles hat seine Ordnung, alles muss da sein, wo es hingehört. Und er fragt dann auch immer, wenn er den ausräumt, wo wohnt das denn? Und dann muss ich das immer alles wegräumen wieder. Alles, was rausgeholt wurde. Aber das ist trotzdem erstaunlich, dass du bist gar nicht die Meisterin des Backens, obwohl du auch jetzt ein Kochbuch über ein Backbuch herausgegeben hast. Du scheust lieber die Kandidaten durch die Gegend. Ja, also ich kann ja sehr gut backen, so dass es schnell geht und dass man es essen kann und dass es hübsch ist. Aber es muss halt immer schnell gehen, weil ich bin immer erstaunt, wie die Kandidaten es durchhalten, 5 Stunden an irgendeiner Torte rumzumachen. Das wäre mir viel zu lange, weil danach hast du zwar was Schönes und ich finde das auch bewundernswert, aber mir blutet manchmal das Herz, wenn die Jury dann einfach mit dem großen Messer kommt und das kaputt macht. Spielt denn das Essen auch eine große Rolle dann oder geht es eigentlich wirklich um das Kreieren? Also bei mir spielt das Essen auch eine sehr große Rolle. Also es muss immer gut aussehen und schmecken. Und bei den Kandidaten ist ja oft, die machen wahnsinnig schöne Sachen, die dann manchmal nicht schmecken. Und dann bin ich froh, dass ich die Moderatorin bin und nicht die Jury. Weil in der allerersten Sendung war ich auch in der Jury und es kann einem, das kann ich sagen, es kann einem sehr übel werden, wenn zum Beispiel Croissants verkostet werden müssen, die nicht durchgebacken sind. Das ist schon eklig. Also wir haben eine Mitarbeiterin hier, die uns Woche für Woche Käsekuchen oder Pflaumenkuchen backt und das ist einfach unübertroffen. Da können deine Kandidaten noch sowas zaubern. Aber die haben ja auch so einen Zeitdruck. Ja. Und du bist diejenige, die das Ganze in dieser Sat.1-Show in den Händen hält oder wo auch immer. Und wir zeigen mal einen kleinen Ausschnitt. Eni, sehr streng. Der eine freut sich, der andere wird gleich fluchen. Ihr habt nämlich nur noch 30 Minuten. Die Torten sehen ja wahnsinnig köstlich aus. Die ein oder andere würde ich gerne mal nachbacken. Da waren 3 übereinander. Aber also ich bin selber immer überrascht. Übers Fernsehen sehen die Torten ja meist noch besser aus als vor Ort. Ja, da war aber auch ein bisschen was durcheinander geraten gerade. Und das kam jetzt alles so relativ entspannt drüber, so ist es eigentlich nicht. Also es ist bei uns wirklich schon Zeitdruck und die Kandidaten flitzen. Und eigentlich sieht man mich immer, das ist für die Kameraleute schwierig, ich bin immer die Schüsseln wegnimmt und probiert schon. Also man sieht mich eigentlich immer mit dem Löffel in der Hand. Also was Essen und Backen angeht, sind ja Kindheitserinnerungen ganz stark. Das muss man ja mal sagen. Also ich erinnere sehr deutlich die Mutzemandeln meiner Großmutter. Was ist deine Kindheitserinnerung, wenn du dann an irgendwas besonders Leckeres von zu Hause denkst? Eigentlich immer der Obstgarten und es gab immer Obstkuchen. Also diese typischen Blechkuchen, die gemacht wurden. Kirschen, Pflaumen, Äpfel. Also Apfelkuchen war, glaube ich, so das, was es am meisten gab, weil wir wahnsinnig viel Äpfel hatten. Felix, wahrscheinlich hat dein Vater auch gekocht, ne? Und gebacken auch? Gebacken, glaube ich, nicht so viel, aber auf jeden Fall gekocht. Was ist so eine Kindheitserinnerung? Was ist wirklich so Kindheitsgeschmack oder Geruch? Spaghetti Bolognese. Ah, lecker. Ich koche übrigens auch gerne. Ich kann nur nicht backen, aber kochen mache ich gerne. Ja, Spaghetti Bolognese stehe ich auch nachts für auf. Maria Furtwängler, Kindheitserinnerung, sinnlich? Ich habe schon auch wahnsinnig gern bei meiner Mutter beim Kochen jetzt immer sehr gut gekocht, kocht bis heute gut. Tatsächlich dieses Auslecken, bevor es auf den Tisch kommt. Ich fand es auf dem Tisch, war ich dann immer schon, nee, ich habe eigentlich gar keinen Hunger, aber in der Küche fand ich alles toll. Probieren, mit dem Finger, ja, am besten rein. Auslecken und von irgendwelchen Schüsseln und so, das fand ich das Schönste. Arndt, wenn du sagst, du hattest immer volle Backen, was war drin? Ich kann mich erinnern, dass wir meine Situation hatten, dass meine Mutter im Krankenhaus war und mein Vater längere Zeit dann für uns sorgen musste. Und dass wir dann unsere Mutter, ich hatte auch 3 Geschwister, im Krankenhaus besucht haben und mein Bruder sagte dann, Papa kocht ganz toll. Und dann wollte meine Mutter von mir wissen, was kocht er denn ganz toll? Und ich ganz lange überlegt und gesagt, Käsebrötchen. Und das war wirklich die positivste Erinnerung, die ich an diese Zeit hatte, wo mein Vater fürs Essen gesorgt hat. Das ist insofern, ja, aber ich habe trotzdem auch keine negative Erinnerung dran. Käsebrötchen. Ja, geht und doch. Die müssen 1A gewesen sein, wirklich. Also was ja bei Eni wirklich immer wieder erstaunt ist, ist einfach die Tatsache, dass du, egal welches Format du machst, und die sind ja so unterschiedlich, die Formate, die du in den letzten 20 Jahren gemacht hast. Aber irgendwie gleich. Ja, verschönern.
Ja, also es hat immer mit Kreativ und mit Handarbeit zu tun. Also ich bin jemand, der gerne eine Arbeit macht, die mit Händen ist. Und ich sage auch immer, es gibt ja viele Moderatoren, aber ich bin nicht, glaube ich, so die klassische Gala-Moderatorin in einem hübschen Kleid mit so Karten in der Hand. Da tue ich mich echt manchmal schwer. Ich finde es schöner, wenn ich irgendwas moderieren darf, wo ich auch selber anfassen darf, also was so haptisch ist. Ich bin so ein Anfassmensch. Wo ich möchte immer, darf ich fragen, wo Produkt man, ich finde das so entzückend immer wieder, wo kriegt man sowas? Das macht eine Freundin, also aus Österreich, verrate ich dir nachher. Ja, bitte. Aber ich liebe halt so Sachen. Also ich umgebe mich natürlich auch mit Menschen, die auch Handarbeiten machen. Und das sind alles Menschen, die natürlich Handarbeiten machen, die ja schon lange bestehen. Also wie zum Beispiel dieses Kränzebinden. Das ist auch eine alte Tradition in Österreich. Oder jetzt meinetwegen hier so Kragen besticken und sowas. Und ich glaube, dass das so ein befriedigenderer Beruf ist als zum Beispiel Influencer oder so, wo ich mich dann immer, also ich komme mir immer komisch vor, wenn es manchmal heißt, nun mach doch auch mal hier irgendwie so Insta-mäßig was, da komme ich mir blöd vor, wenn ich irgendwo stehe und einfach nur so labern soll. Ich finde es dann schöner, wenn ich weiß, ich habe was gearbeitet, wo ich dann auch ein Produkt zum Schluss habe, wie zum Beispiel beim Backen. Und zwar ein schönes. Ja. Und es duftet. Ja, und es duftet. Eni, danke, dass du hier bist. Eni van der Maaiklok hier. Es ist für viele Menschen eine ausgesprochen angenehme, um nicht zu sagen freudige Nachricht, überraschende Nachricht gewesen. Domian kommt zurück. Und ich erinnere mich daran, dass du vor ungefähr 3 Jahren, so lange muss es ungefähr her sein. Ja, ungefähr jetzt. Da hast du hier gesagt, dass du hier im Kölner Treff gesessen und genau erläutert, warum du nach gut 20 Jahren als sogenannter Nachtfalke im WDR Radio und Fernsehen gesagt hast, jetzt ist aber auch mal gut mit dem, was ich alles gehört habe. Und dann haben wir dich mit Pomp und Ehren verabschiedet. Da ist er wieder. Naja, so war es vielleicht nicht ganz konkret. Ich bin aus dieser Nachtsendung herausgegangen, obwohl ich sie sehr gerne hätte weitermachen wollen und sie sehr gut funktioniert hat, weil ich gesundheitlich an eine Grenze gelangt war. Nach fast 22 Jahren Nachtarbeit gab es so einige Schüsse vor dem Bug und alle meine Ärzte haben gesagt, du musst aus der Nacht raus. Und dann bin ich schweren Herzens aus der Nacht rausgegangen, hatte aber so dieses eventuell irgendwie weitermachen schon im Kopf und bin dann erstmal mit 1Live, mit einem Talkprogramm von 1Live auf Tournee gewesen. Dann habe ich ein Buch geschrieben, dann war ich nochmal auf Tournee. Und dann habe ich erstmal Sabbatzeit gemacht. Du hast eben gesagt, schweren Herzens. Und ich glaube, das kann man wörtlich nehmen. Ne? Alles wurde schwer durch diese, wie du sagst, Nachtarbeit. Also 22 Jahre lang im Grunde genommen nachts zu arbeiten, dann nach Hause zu kommen, voll Adrenalin, erstmal ganz spät zu schlafen, den halben Tag morgens zu verpennen, macht auch sozial wahrscheinlich ein bisschen einsam. Ja, das hatte Folgen natürlich auf das soziale Umfeld, dass ich habe mich in der Woche nie mit irgendjemandem getroffen, weil das stand alles im Zeichen der Sendung und habe dann bis nachmittags geschlafen. Das hatte große Probleme, brachte das mit sich für bei Behörden, bei Ärzten, mit Handwerkern und so weiter. Naja, aber irgendwie war immer so der Gedanke im Kopf, doch etwas anderes zu machen, denn nach ungefähr 22.000 geführten Telefoninterviews möchte ich jetzt sehr gerne auch mal meine Gäste sehen, so wie du sie hier sehen kannst. Und daher kam jetzt die Idee zur neuen Show. Die du machst, und zwar 4-mal erstmal im Anschluss an den Kölner Treff. Das ist dann wirklich eine Fernsehsendung. Ja. Und das Besondere daran ist, dass du vorher nicht genau weißt, wer kommt. Das heißt nicht genau, sondern gar nicht. Deine Redaktion sucht das aus, du sitzt, empfängst deine Gäste und weißt nicht, wer ist der Fremde? Ja, es gibt 2 Besonderheiten. Einmal, wir recherchieren nicht unsere Gäste. Die Gäste, also wer gerne mit mir sprechen möchte, kann sich bei uns bewerben über eine Hotline-Nummer. Ich glaube, wir blenden sie auch ein. Oder man kann mailen. Wer gerne mit mir reden will, beraten will, diskutieren will, was auch immer, kann sich bei uns melden. Und mein Team kümmert sich darum und dann werden die Leute nach Köln ins Studio eingeladen. Ich weiß nicht, also ich werde in die Sendung gehen, die Sendung ist live. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht, welche Gäste kommen und ich weiß nicht, um welche Themen es geht. Gut, das war ja vorher beim Radio auch so. Genau. Da wurde jemand geschaltet. Genau. Aber du hast gerade einen Vergleich gezogen zwischen der Runde hier, wo ich meine Gäste sehe, und deiner Situation da. Und es gibt natürlich noch was anderes. Weil wir machen eine oft heitere Unterhaltungssendung. Und du hast eine Sendung gemacht, Tag für Tag oder so häufig,
die zum Teil sehr schwer war. Ich erinnere einmal, früher war, da habe ich oft noch spätabends gehört, ich werde einen Fall nie vergessen, da hat ein Rettungssanitäter bei dir angerufen, der gerufen worden war an dem Abend und ein Mann hatte versucht, sich umzubringen, hatte sich ins Gesicht geschossen, das halbe Gesicht war weg und es war ganz furchtbar. Und dieser Mann war auch fix und fertig mit den Nerven. Und ich konnte danach nicht schlafen. Es war auch gar nicht klar, ob dieser Mann jetzt noch überlebt oder nicht mehr. Aber er lebte, als er dahin kam, und war völlig zerschossen. Und ich fand meinen Schlaf nicht. Und ich habe gedacht, wie macht der Domian das? Wenn er sich Geschichten anhört, die manchmal skurril sind, aber oft auch wirklich mitnehmend, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube einfach, dass mich diese Sendung Kölner Treff im Laufe der letzten Jahre oft sehr fröhlich gemacht hat. Ich war oft sehr gut gelaunt nach Hause und ich kann mir vorstellen, du bist oft nicht gut gelaunt, sondern voll mit den Schicksalen und den Telefonaten nach Hause gefahren. Naja, es war ja eine Mischung. Es waren ja auch sehr viele skurrile und unterhaltsame Elemente in der Sendung. Aber du hast natürlich völlig recht, dass es auch sehr, sehr viele zu Herzen gehende Anrufe gab. Und für mich war eigentlich bis zum Schluss, und das wird es auch immer bleiben, waren die Gespräche am schwierigsten, wenn Menschen quasi vom Sterbebett aus angerufen haben, aus Hospizen, aus Palliativstationen, wenn Menschen gerade in einer dramatischen Trauersituation waren. Ich erinnere mich an das Gespräch einer Frau, die erzählte, dass ihr Kind damals entführt worden war, sexuell missbraucht und ermordet worden Furchtbar. War. Und die so den Strohhalm griff, unsere Sendung, um zu reden. Also sie erzählte, und das haben meine Psychologen dann hinterher mir auch erklärt, dass das üblich ist oder normal ist, dass sie in der Familie nicht mehr reden konnte mit den anderen, mit dem Mann, mit den anderen Kindern, dass jeder wie einbetoniert vor sich hin lebt. Und sie konnte nachts nicht schlafen und hat dann angerufen. Ja, es gab dann immer danach der Sendung nochmal eine Stunde Nachbesprechung, was mit dem Psychologen auch, was mir ganz gut getan hat. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass auch diese schwierigen Themen mich heiterer ins Leben zurückgenommen haben, mich auch dankbarer ins Leben zurückgeholt haben, weil ich immer mehr wertgeschätzt habe, wie gut es mir geht und was für ein Glück ich im Leben hatte, gegenüber vielen anderen Schicksalen, die das nicht hatten. Und das hat das eigentlich, ich bin darüber nicht traurig oder finster geworden, im Gegenteil. Außerdem gab es, wie gesagt, viele schräge Sachen. Du hast mir gerade von der Reptiliengeschichte erzählt, die du gehört hast. Oder auch sexuelle Themen, es gab ja alles Mögliche. Hast du Domian gehört? Ich habe öfter mal reingehört, ja. Und ich habe neulich erst so einen Clip auf Facebook oder Instagram gesehen. Da hat ein Flat Earther bei Domian angerufen. Ja. Und seine Theorien verlautbart. War das für dich komisch? Es war lächerlich, ja. Okay. Ja, weil der war auch nicht gut im Argumentieren so. Also so Flat Earther sind ja generell relativ schnell an der argumentativen Grenze, aber der ist nicht mal bis dahin gekommen. Was sind denn Flat Earther eigentlich? Na, die glauben an die flache Erde, an die Flat Earth. Ja. Ach so. Ja. Wie damals. Wie damals, vor ein paar Jahrhunderten. Ja, bei manchen dauert es länger. Ja, er war völlig davon überzeugt. Also er war ja. Ja, aber er konnte es irgendwie nicht begründen so richtig. War so. Wie willst du es auch begründen? Ja, ja. Wir haben noch mal geguckt, Domian, und ein paar Beispiele rausgesucht. Mal ernster, aber auch mal lustiger. Und vor allen Dingen manche, die von dir dann sehr autoritär beendet wurden. Jürgen Domian. Das 1Live-Talkradio. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Also bei uns rufen im Prinzip alle Leute an, die es gibt. Wer ist denn im Moment deine aktuelle Geliebte? Eigentlich mehr so was aus dem Bereich von Modelleisenbahn. Das ist mit das Schrägste und Verrücktest, was ich in meinem Leben gehört habe. Spinnst du? Was ist deine Unglaubliche? Ich bin ein echter Außerirdischer, lieber Domian. Du bist ein Außerirdischer? Ein richtiger, echter. Ja, menschlichen Kontakt habe ich leider gar nicht, sondern weil ich halt immer mit meinen Puppen rede. Wenn ich mal links oder rechts neben mir die Sachen hochgehoben habe, habe ich dann halt diese kleinen Käfer gesehen. Und hast du geschlafen auch in diesem Zimmer? Also ich habe da auch geschlafen, richtig, ja. Ich dulde das nicht hier zu sagen, bloß keine Kinder für Homosexuelle. In 10 Jahren, okay, du bist ein Hetzer, sage ich dir. Das ist ein dämliches Argument, ein absolut dämliches Argument. Warte mal, ich muss aufstehen, weil ich liege, mir ist echt schlecht. Ja, mir ist auch schlecht. Jürgen Domian. Du hast eben das
davon gesprochen, dass du in Situationen, wenn dich beispielsweise ein Sterbender angerufen hat, da die Beziehungsperson in dem Moment ja gewesen bist, ohne den oder die persönlich zu kennen. Da würde ich gerne mal Maria Furtwängler fragen, weil Sie vorhin erzählt haben, als Sie in anderen Teilen, armen Teilen, auch in Kriegsgebieten dieser Welt unterwegs waren. Sie haben von Frauen erzählt, die umgebracht worden sind. Und wie ist das bei Ihnen als Ärztin gewesen? Wie viel Mitgefühl konnten Sie zulassen? Und wie ist es Ihnen gelungen, Sie waren auch mit Ihrer Tochter unterwegs, irgendwo dann abzuschalten, zu sagen, hier ist die Grenze, ich darf mich da nicht ganz reinziehen lassen? Ich habe das gerade bei diesen Einsätzen in der Dritten Welt eigentlich immer so erlebt, dass das ärztliche Wissen oder die Funktion, ich bin hier als Ärztin und das Gefühl, okay, was kann ich da tun, was ist das Problem, was ist der nächste Schritt, enorm hilft, schützt. Total schützt. Mhm. Total schützt, weil man in ein Handlungsmuster kommt. Das Schlimme ist, wenn man nur da rumgeht und das Elend sieht und sieht, was mit den Kindern und nichts tut und gar nichts tun kann. In dem Moment, wo ich sage, okay, jetzt ist gerade, da kommt jemand in die Klinik und man kann was machen, das schützt enorm. Ja, und du hast Zivildienst gemacht, ne? Ja. Was hast du gemacht? Ich habe bei so einem mobilen Pflegedienst in Friedrichshain gearbeitet. Bin dann so smart durch die Gegend geballert und habe irgendwie mit alten Leuten Kaffee getrunken oder war mit denen einkaufen oder mit denen auch einfach nur gequatscht viel oder mit denen so Brettspiele gespielt. Eine Frau hat immer beschissen tatsächlich. Die eine 4 gewürfelt hat, hat die so gemacht. Und was hat dir das gebracht? An Menschenkenntnis? Eine ganze Menge. Es waren halt größtenteils alte Menschen. Und ich glaube, ab dann wurde ich ein sinnvollerer Mensch, so nach dem Zivildienst. So, das hat mich irgendwie ein bisschen geerdet, wir haben ein bisschen in die Realität zurückgeholt. Es verändert einen, das Umgehen oder konfrontiert werden mit harten Schicksalen, das werden Sie auch bestätigen können als Feuerwehrmann, der zu vielen Einsätzen gerufen wird, wo es auch manchmal um Leben und Tod natürlich geht. Fall. Aber ich würde gerne noch mal darauf, wie diese Sendung, die du 22 Jahre gemacht hast, wie hat die dich geprägt? Wie ist sie in dein Lebensgefühl eingedrungen? Naja, wie ich gerade schon so ein bisschen erklärt habe, ich habe am Ende in der letzten Sendung gesagt, dass ich, wenn ich eins gelernt habe in den 22 Jahren, dann ist das Demut. Und das ist schon was ganz Großes für mich. Mhm. Was ich aber auch gelernt habe, muss ich sagen, dass mein Menschenbild sich verschlechtert hat. Mhm. Weil ich habe in so viele Abgründe geschaut. Ich habe mit so vielen Gewaltopfern und auch Tätern gesprochen. Und habe teilweise die Bösartigkeit des Menschen so mir gar nicht wirklich vorstellen können, als wenn man das dann so direkt erzählt bekommt. Aber darüber bin ich sehr froh, darüber bin ich missmutig geworden, weil der Mensch ist halt so. Auf der anderen Seite aber gibt es auch so viele Menschen, die mir in dieser Sendung begegnet sind, die großartig sind, die ihr Leben meistern, die teilweise ein so schweres Schicksal hatten, wo ich da immer saß und klein mit Hut war und dachte, das würdest du nicht schaffen. Und das hat sich dann die Waage gehalten. Insofern war das für mich eine sehr bereichernde Zeit. Und ich hoffe, dass das jetzt sich fortsetzt in der neuen Sendung. Ab und zu hast du ja mal das Weite gesucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist ab nach Lappland, mehr oder weniger regelmäßig, und hast jeden Kontakt gemieden. Du hast ein Sabbatical gemacht und du warst wie lange? 7 Monate alleine für dich? Nee, so lange war ich nicht in Lappland. Ich habe 7 Monate Sabbatzeit gemacht, okay, und war zwischendurch eine ganze Weile in Lappland. Du hast 7 Monate nichts getan? Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich, dass du mir das nicht vorstellen kannst. Was hast du denn da also nicht getan? Also naja, aber wir sind ja alle, die wir so in den Medien arbeiten, werden ja zugeballert jeden Tag mit 1000 Informationen und Eindrücken. Man muss dieses machen, jenes machen. Und das ist für mich, wenn ich in Lappland bin, also es sieht dann so aus, dass ich irgendwo eine Hütte, irgendwo wirklich weit in der Pampa mir miete, ein ganz einfaches, so eine Blockhütte. Und ich mache dort außer Wandern und Schlafen nichts. Ich habe immer einen Sack Bücher dabei, aber ich greife da nie rein, weil das wieder zu viel Input wäre. Kein Handy? Ja, für einen Notfall. Wegen der Familie und so, wegen meiner Mutter, dass ich einen Kontakt habe. Aber sonst ist das ausgeschaltet. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt schon sehr oft gemacht, die ersten Tage sind immer die Hölle. Weil wenn man ist gezwungen, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
Sonst gelingt uns allen das ja, uns immer schön am Tage von uns selbst abzulenken. Aber dann guckst du dich plötzlich an. Du guckst in deine Vergangenheit, du siehst unter Umständen die Verletzungen, die dir angetan wurden. Du siehst aber auch die Ungerechtigkeiten, die du anderen Menschen angetan hast. Und man muss sich dem stellen. Und es gab Situationen schon, wo ich dachte, oh Scheiße, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich fahre jetzt irgendwo in so ein Touristenzentrum, trinke Bier und laber mit den Leuten und dann ist gut. Ich bin froh, dass ich es nie abgebrochen habe, weil nach, na, ich sag mal so 4-5 Tagen kommt dann ein Zustand, den möchte ich nicht mit Glück beschreiben. Glück ist Ruhe. Glück ist wie ein Feuerwerk. Das ist toll und dann ist es wieder weg. Es ist eine tiefe Ruhe und Gedankenlosigkeit. Also ich mag das immer, dass ich angekommen bin, wenn ich ein paar Stunden gewandert bin und dann auf die Uhr gucke und sehe, ach, oh Gott, du bist jetzt 3-4 Stunden gewandert und habe nichts gedacht. Dann bin ich da. Dann ist es gut. Es ist wie Meditieren letztendlich. Mhm. Oder es hat auch was mit Pilgern zu tun. Allein dieses rhythmische Gehen, egal wo, hat etwas sehr Reinigendes für die Seele. Das wissen alle Weisen. Alle Weisen sind immer gepilgert. Oh, du bist auf dem Weg zum Weisen. Domian? Nein, so meine ich nicht. Nein, Quatsch, so meine ich es nicht. Nein. Aber jetzt kommt ja erstmal das, worauf wir uns alle freuen. Am 8. November. Im November geht's bester, los. In bester Nachbarschaft, nämlich zu deiner Sendung. Genau da hinterher. Wir drücken dir die Daumen und wir sind sehr neugierig. Vielen Dank. Domian, danke, dass du da bist. Danke. Es gibt ja bestimmte Rituale am Sonntag. Für sehr, sehr viele Menschen ist es der Tatort, natürlich im ersten, oder Polizeiruf, auch ganz egal, also jedenfalls der Krimi im ersten. Und für viele ist es vor allen Dingen natürlich auch Arndt Zeigler, die wunderbare Welt des Fußballs. Und das ist immer noch eine irre Geschichte, ja? Nämlich die Geschichte ist die, dass Sie nicht etwa vom WDR geholt dorthin gekommen sind, sondern nach wie vor sitzen Sie quasi zu Hause in Bremen und zeigen uns Ihre wunderbare Welt. Wie konnte das passieren? Niemand sendet von zu Hause. Das ist eine sehr interessante Geschichte, für die ich auch heute noch dankbar bin. Es ist so gewesen, dass der WDR in Gestalt von Fernsehsportchef Steffen Simon mich irgendwann in Bremen besucht hat. Und die Redaktion hatte die lustige Idee, mir als völligen Fernsehneuling, ich hatte vorher nie was mit Fernsehen zu tun, eine eigene Sendung anzubieten, weil sie mich aus dem Radio kannten und sie wollten irgendwas ganz Neues machen am Sonntagabend. Und dann hat Steffen Simon mich, wie gesagt, in Bremen besucht und hat gesagt, pass auf, wir würden gerne dir ein eigenes Fernsehformat total maßschneidern. Du kannst im Prinzip alles so machen, wie du gerne möchtest. Die Sendung trägt deinen Namen. Also ein Angebot, was man eigentlich nie bekommt sonst im Leben. Nie. Nein. Und ich hatte das Problem, dass ich einerseits wusste, eigentlich kannst du das nicht ablehnen. Andererseits war es so, ich wollte nie unbedingt zum Fernsehen. Und da war aber gerade das Problem, das war 2007, ich war gerade frisch geschieden und ich hatte einen 6-jährigen Sohn, dem ich gerade versprochen hatte, wirklich wenige Tage vorher, pass mal auf, wir müssen jetzt ja alles neu regeln und alles, was mit Fußball zu tun hat, machen wir beide zusammen. Ich gehe zu jedem Training mit dir, ich gehe zu jedem Spiel mit dir, das wird so ein Unser-Vater-Sohn-Ding und das wirst du dich auf mich verlassen kann, bin ich immer bei dir. Und das ist aber an Wochenenden. Und dann wusste ich, als Steffen Simon mir gegenüber saß, ich kann nicht Wochenenden jetzt nach Köln fahren und weg sein und dieses Versprechen nach wenigen Tagen brechen und meinem Sohn sagen, du, geht leider doch nicht. Und habe dann Steffen Simon gesagt, du, das ist ganz, ganz toll, was du mir anbietest. Und ich habe da voll Lust drauf und ich fühle mich sehr geschmeichelt, aber ich kann es nicht annehmen, weil ich kann nicht sonntags immer nach Köln kommen. Ich habe meinem Sohn versprochen, geht nicht. Auch so ein Frankie-Vater, ne? Ja. Ich hoffe. Und dann hat Steffen Simon gesagt, was ich bis heute sensationell und großartig finde, dann kommen wir zu dir. Dann machen wir das andersrum. Anfangs war die Idee, wir schicken jeden Sonntag, oder Sie schicken jeden Sonntag einen Übertragungswagen vor mein Haus und machen das so. Und dann stellte sich raus, es ist eigentlich viel günstiger, wenn direkt eine Leitung gelegt wird in meine Wohnung. Das hatten damals in Bremen ARD und ZDF und ich. Und ja, und es war lustig ist auch, das wurde gemacht, als ich gerade im Urlaub war. Das haben sie dann ausgenutzt, um in diese Wohnung alles einzubauen. Und es gab nur einen Nachbarn von mir, der auch ein Kollege von Radio Bremen war, der wusste, dass da gerade was passiert. Und alle anderen Nachbarn, ich bin da auch gerade frisch reingezogen nach dieser Trennung in diese Wohnung. Das heißt, ich hatte gerade eine neue Nachbarschaft. Sofort beliebt gemacht. Ja, es wussten glücklicherweise alle nicht, was passiert. Und irgendwann hat mir, als ich in Urlaub war, dieser betreffende Freund ein Foto geschickt, wo man einen WDR-Truck sieht,
Wohngebiet, der, glaube ich, 30 Meter lang ist und eine auf 150 Meter aufgerissene Straße vor diesem Haus. Und er schrieb einfach nur drunter, jetzt übertreibst du es. Und das Tolle ist, diese Sendung war eigentlich wirklich als totales Experiment gedacht. Und ich wusste auch gar nicht, ob mir das Spaß macht. Wobei in der ersten Sendung habe ich dann, glaube ich, da 40 Sekunden gesessen und gemerkt, das möchtest du jetzt öfter machen. Und das war 2007 und jetzt gibt es die Sendung 12 Jahre. Und ich möchte mir auch noch nicht vorstellen, dass sie irgendwann aufhört. Also es macht total Spaß, immer noch nach 12 Jahren. Wir merken auch, wir müssen uns, irgendwie erfindet sich der Fußball immer wieder neu. Deswegen gibt es von alleine immer wieder neue Geschichten. Sie sind schon fußballverrückt, das muss man dazu sagen. Und ich glaube, das, was für dieses Format spricht, ist, dass da dieser heilige Ernst, der manchmal vor allen Dingen durch die Fußballberichterstattung wabert, dass der da durchbrochen wird, aber mit Leidenschaft durchbrochen wird. Ich frage mich das oft, was meine Mission ist. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass Fußball nicht zu ernst sein sollte, aber gleichzeitig ja für ganz viele Leute sehr, sehr wichtig ist. Es ist ja für viele Leute ein ganz großer Lebensinhalt und was ganz Bedeutendes. Und die planen ihren Sommerurlaub so, damit sie das Testspiel gegen den spanischen Zweitligisten im Juli noch irgendwo mitsehen können und riskieren da familiäre Zerwürfnisse und kaufen sich für viel Geld Dauerkarten für einen Verein, der immer verliert. Und das ist, es ist was jetzt ganz... Jetzt mal Köln aus dem Spiel lassen. Jetzt war... Ich bin da Mitglied, Vorsicht. Ich bin Bremer, ich meinte Hamburg. Okay. Nein, ich glaube, das Wichtige ist wirklich diese Gratwanderung. Einerseits, Fußball muss immer irgendwie Spaß machen, aber man darf es auch nicht runtermachen, als ist doch nur Fußball, weil dafür ist es für viele Leute zu wichtig. Und dafür steht natürlich Arndt Zeigler und wir haben hier besondere Einblicke in Sendung und Leben. Okay. Hallo. Ihr werdet vielleicht, wenn ihr sehr genau zuhört, merken, dass meine Stimme nicht ganz in Ordnung ist. Die habe ich unter der Woche in Madrid liegen lassen, Teile davon. Und die andere Hälfte ist dann gestern in Bremen im Weserstadion draufgegangen. Ist das nachgebaut hier? Nein, das ist schon eine richtige Wohnung. Aha. Also hier wohne ich. Das gibt es hier gar nicht. Ja. So sieht es hier aus. Das ist hier muggelig. Also zum einen ist immer noch das A und O dieser Sendung, dass alles, was mit Werder Bremen zu tun hat, in irgendwelchen toten Winkeln hängt, damit man nicht ständig nur Werder Bremen sieht da oben. Ansonsten haben wir hier dieses große Regal, das auch schon bessere Zeiten gesehen hat. Der Plan war ursprünglich mal im Jahr 2007 diese Kisten irgendwann aufzuräumen. Das hat nicht geklappt. Arndt Zeigler. Ich glaube, diese Runde hier ist nicht repräsentativ. Jürgen Domian, du bist kein Riesenfußballfan. Überhaupt nicht. Entschuldigung. Ich habe sie auch gefragt. Auch nicht. Nicht wirklich, nein. Ich bin kein Fan, aber wir hatten einen Fußballer in der Familie. Insofern, ich bin auch immer Pseudo-Fan, wenn wir sehr viele Kölner am Set haben, bin ich immer Union-Fan, einfach aus Pflichtbewusstsein. Okay. Und wie ist das? Und im Moment haben wir ja Glück. Felix? Ich habe früher viel Fußball gespielt und ich hab's auch gerne gespielt. Ich guck's mir auch gerne an, aber ich bin jetzt kein Fan von irgendeinem Verein oder so. Kein fester Verein. Die Tochter hat vielleicht die Fußballleidenschaft. Beide Kinder. Ich glaube, der Höhepunkt im Leben meines Sohnes ist, dass er sogar mal bei einem Spiel von seiner Uni gegen die Nachbaruni im Fernsehen kam. Kurz, da gab's einen kurzen Ausschnitt und da ist er zufällig gerannt. Er rennt eigentlich nicht viel beim Fußball. Ist der Torwart? Nein, er ist so ein sehr bequemer Stürmer, der immer wartet. Also das ist mein Eindruck, um Gottes Willen hoffentlich. Das sieht er hoffentlich nie, diese Sendung. Er ist auch wirklich talentiert, aber ich finde immer, dass er eigentlich wartet, dass ihm der Ball zukommt. Während meine Tochter diesen ganzen Platz auf- und abrennt und bearbeitet, ist mein Sohn eher so. Und also wie gesagt, das war so ein Höhepunkt, dass dieser eine Ausschnitt, ganz wo er gerannt, rennt. Fantastisch. Auch und er ist schnell. Und das ist... Nein? Dass ich mal an ihrer Tatorte eine Nebenrolle gespielt habe als Fußballreporter. Mord in der ersten Liga hieß der, vor 8 Jahren. Und ich habe davor schon mal, da ging es um Fußball und Homosexualität. Und ich habe davor schon mal in einem anderen Tatort, 11 Jahre davor von Radio Bremen, auch eine Nebenrolle gespielt. Da war ich Stadionsprecher und da ging es um Homosexualität und Fußball. Nee, bei uns ging es um Homosexualität und Fußball. Nee, bei euch ging es um Fußball und Homosexualität. Das habe ich nicht verstanden. Aber wenn wir darauf zurückkommen, von wegen dieser heilige Ernst und so, ich meine, mit wem Sie sich unheimlich gut verstehen, das ist einfach Jürgen Klopp.
der inzwischen natürlich in anderen Sphären schwebt und kurz vor der Heiligsprechung in Liverpool steht. Aber als er noch in Dortmund war, gab es bemerkenswerte Interviews, muss man ganz ehrlich sagen. Das war so ein Höhepunkt der Sportberichte oder der Sportinterviews überhaupt, die sonst oft so ein bisschen, ja, so halt sind. Und die beiden zusammen waren immer anders. Wir können das belegen. Das war sogar für einen Grimme-Preis mal nominiert. Abend, Flutlichtspiel in der Bundesliga, zwei Traditionsmannschaften gegeneinander, Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Bei mir ist der Trainer der Gäste, Jürgen Klopp. Ja. Was ist mittelfristig machbar mit der Borussia? Wir müssen Spieler entwickeln, die wir dann verkaufen können, damit wir dann Kohle haben. An Rösen! Oh Gott. Andreasen. Tut sich skandalös, Borussia Dortmund haut einfach ab. Wenn das passiert, dann gucke ich. Ja? Eine Frage ist eben nicht gestellt worden. Warum war der Platz so vereist, obwohl du Marcel Schmelzer aufgestellt hast? War nicht schlecht. Ist auch egal jetzt. Jürgen Klopp, Dankeschön. Glücksritter. Arndt Zeigler. Und Jürgen Klopp. Es ist jetzt schon klar geworden, dass Sie dieser Fußball-Experte sind und auch ein großer Unterhalter schlicht und ergreifend. Damit auch zu erklären, dass Sie jetzt im Moment mit einem eigenen Bühnenprogramm unterwegs sind, kommen demnächst auch im Dezember, glaube ich, nach Köln unter anderem und ein neues Format entwickelt haben, Podcast, nämlich Musiker und ihre Lieblingsvereine, ihre Fußballvereine. Ja. Zum Beispiel Bela B. steht für? St. Pauli. St. Pauli, ja. Klar. In Köln würde ich Caroline Kebikus anbieten. Ja, ist weiß ich noch nicht, aber ist in Arbeit. wir gucken jetzt überall, wer ist eigentlich mal auffällig geworden als fußballverrückter Sänger, Musiker, Künstler. Und das ist auch jetzt wiederum eine völlig neue Facette meines Berufslebens, die total Spaß macht, weil ich auch diese beiden Leidenschaften teile, Fußball und Popmusik. Also für mich war es, oder ist es eigentlich immer Standard, wenn ich in irgendeiner neuen Stadt bin, guckst du, wo ist das Stadion, wo sind die Plattenläden? Und das hat sich für mich als immer sehr kompatibel erwiesen und auch als zwei Leidenschaften, die total gut zusammenpassen. Ich habe auch seit vielen Jahren mit sehr viel weniger Hörerinnen und Hörern als die Fernsehsendung eine eigene Musiksendung im Radio in Bremen, die ich auch sehr schätzen und lieben gelernt habe und kann da, was auch innerhalb der ARD nicht so gebräuchlich ist, 4 Stunden lang jede Woche meine Lieblingsmusik spielen, egal ob alt oder neu, kann Bands einladen, die ich mag, die kommen dann und spielen live. Also das ist auch ein wichtiger Teil meines Lebens. Und in diesem Podcast kann ich das jetzt endlich beides verbinden. Wir können daraus entnehmen, der Sohn ist mittlerweile halb erwachsen und selbstständig. Er ist ganz erwachsen. Wir haben viel mehr Zeit, solche Dinge zu machen. Deswegen kommt eins zum anderen, Bühnenprogramm, Podcast, regelmäßige Musiksendung bei Radio Bremen und natürlich die wunderbare Welt des Fußballs. Arndt Zeigler, wunderbare Welt. Ihre Musikalität würden wir jetzt gerne auf die... Herrje. Einer Prüfung unterziehen, ja. Weil Sie haben damit, ich möchte nicht sagen angegeben, aber Sie haben es doch einfließen lassen, dass Sie auf der Nasenflöte doch sehr virtuos... Ich glaube sogar, es ist im deutschen Fernsehen einmalig gewesen, dass ein Moderator den Vorspann seiner Sendung mit einer Nasenflöte gespielt hat. Das ist ein Instrument, das kennen die meisten Leute gar nicht. Ihr habt mir ja eins hingelegt. Aber Sie haben auch eins in der Tasche. Ja, das ist das Wichtige. Das ist nämlich ein ganz anderes Modell als das, was mir vertraut ist. Die eigentliche Nasenflöte, die vor vielen Jahren in meiner Sendung auftauchte, ist diese hier. Ich glaube, die meisten kennen das wirklich nicht. Es ist ein Prinzip, man bläst wirklich Luft aus der Nase und formt mit dem Mund als Resonanzkörper die Töne. Dann bitte den Vorspann vom Kölner Treff. Der ist zu schwierig, der ist zu komplex. Den habe ich mir jetzt ein paar Mal angehört, aber... Dann Beethovens Neunte. Mir wurde eigentlich angeboten von der Redaktion, ich dürfte das Werder Bremen-Lied machen, aber ich mache einfach was Kölsches. Super. Wandert ins Archiv. Ich war mal Sportjournalist des Jahres und ich habe mal gedacht, ich habe eine total klasse Karriere als ernster Sportjournalist und jetzt sitze ich hier und spiele Nasenflöte. Ich kann übrigens mit einer Art zu pfeifen angeben. Es tut mir leid, dass ich das jetzt mache. Nein, bitte. Ich glaube, ich hab wirklich noch nie jemanden getroffen, der das kann. Es wäre jetzt hiermit der Aufruf in dieser Fernsehsendung, ob jemand so pfeifen kann wie ich. Ja, ja, wir pfeifen. Ohne Finger.
Nochmal? Mit der Zunge. Wer kann das? Also, ich würde jetzt hier, ich habe wirklich noch nie jemanden getroffen. Völlig absurd. Aber. Es sieht aber scheiße aus. Dafür, nö. Ja. Dafür kann ich auf allen Fingern. Kann das irgendjemand, ich muss mal eben gucken, kann das irgendjemand? Ich möchte auch nicht, dass ich das alle probieren, ehrlich gesagt. Aber es ist total praktisch zum Taxi rufen, da muss man nicht die Finger nehmen. Natürlich, und ja, wenn man was trägt und so, kann man immer gleich. Das ist schon ziemlich klasse, muss ich sagen. Ich bin beeindruckt. Mit einem Finger können Sie? Mit einem ist ja Quatsch. Achso, ich habe gerade gehört, mit einem Finger. Nee, mit allen. Ach, mit allen Fingern, um Himmels Willen. Ja, nee, mit allen gleichzeitig. Will das jetzt nicht hören, aber das. Nee, das geht's nicht, aber mit rechts. Mit zwei. Otto Rehagel konnte es mit dem kleinen Finger so. Mit dem kleinen? Geht mit allen. Aber das ist natürlich... Ja, aber ich kann das nicht. Aber das ist zielvoller. Das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall seltener. Der Applaus geht an beide. Ja. Entschuldigung. An Zeigler, Maria Furtwängler. Ich freue mich sehr, dass Jörg Helmrich heute hierher gekommen ist. Und meine erste Frage ist eigentlich, Feuerwehrmann habe ich schon so einfach gesagt. Das ist natürlich Branddirektor. Vollkommen klar. Aber dieses immer noch Traumberuf, würden Sie diesen Beruf noch mal wählen? Auf jeden Fall. Aber Sie haben ihn gar nicht selber gewählt, Ihre Mutter ist schuld. Gewisserweise, ja, tatsächlich. Also ich hatte, Sie fragten ja eingangs, ob Feuerwehrmann immer noch so ein Kindheitstraum ist. Meiner war es nicht. Ich wollte tatsächlich nie, also nicht, dass ich bewusst sagte, ich will kein Feuerwehrmann werden. Ich kam einfach nicht auf die Idee. Und nach meinem Studium habe ich mich natürlich Land auf, Land ab beworben. Studium? Und ich habe Elektrotechnik studiert und musste dann ja irgendwie mal Geld verdienen. Unser jüngster, beziehungsweise unser erstes Kind kam damals schon zur Welt. Und irgendwie hat man dann als Vater gerne den Wunsch, die Familie zu ernähren. Und da wurde es dann langsam eng. Daraufhin habe ich also die großen Zeitungen gewählt, wo ich dann dachte, da findest du jetzt die Stellenanzeige, und habe quasi bundesweit Stellen darauf mich beworben. Dann rief meine Mutter eines Tages an und sagte, hör mal hier, bei der Feuerwehr in Duisburg, da suchen die so einen wie dich. Ah ja, und dann habe ich gedacht, okay, wenn Mama sagt, guck's dir mal an. Ja? Und dann habe ich mir die Stellenanzeige angehört und musste zugeben, ja, klang gar nicht so übel. War tatsächlich jemand gesucht, der meinem Berufsabschluss da auch tatsächlich entsprach. Hab dann da angerufen und ich weiß noch genau das Telefonat. Nachdem wir also ein bisschen geschwatzt hatten, habe ich dann zum Schluss gesagt, nur zur Info, ich habe praktisch überhaupt keine Ahnung von Feuerwehr. Ach, sagte man mir, hatte ich vorher auch nicht. Also ich habe es dann von der Pike auf gelernt. Bei Zeigler, ne? Ja, so bin ich zur Feuerwehr gekommen. Das ist mittlerweile über 25 Jahre her. Genau. Ja. Und das ist ein Beruf, der spannend ist, der anstrengend ist, der gefährlich ist. Es gibt ja so einen tollen Spruch, Feuerwehren retten, bergen, helfen. Ich weiß, die haben die Reihenfolge. Genau, retten, schützen, löschen, bergen. Ja, ich habe die Reihenfolge vergessen. Genau. Aber das gehört alles dazu. Und das Berufsbild, ja, hat sich in den letzten 25 Jahren ja auch enorm geändert. Die Anforderungen sind ganz andere geworden. Wie stressig ist der Beruf für Sie gewesen? Also, da gibt es unterschiedliche Tage. Also, wir machen ja 24 Stunden am Stück. Wir fangen morgens um 8 an und hören am nächsten Morgen um 8 auf. Natürlich in den Nachtstunden, wenn nichts ist, dann legen wir uns tatsächlich mal ins Bettchen. Aber grundsätzlich ist über die 24 Stunden natürlich immer eine latente Anspannung. Ja. Man ist immer irgendwie so auf Sendung, sag ich mal. Wir tragen dann einen Meldeempfänger am Gürtel, so ein Piepding. Und wenn der losrappelt, dann gehen sofort alle Haarspitzen nach oben. Dann ist ordentlich Adrenalin da. Das ist dann schon sehr anstrengend, also mental, nicht so sehr körperlich in dem Augenblick. Weil man dann im Kopf natürlich einen Katalog abarbeitet, wie man denn jetzt am besten zur Einsatzstelle kommt, was einen dort erwartet. Das weiß man eben vorher nicht. Naja, man weiß in etwa, wo die Einsatzstelle ist, weil man ja die Adresse mitgeteilt bekommt. Und man bekommt ein Einsatzstichwort. Also man muss sich das so vorstellen, der Bürger ruft die 112 an, formuliert quasi sein Problem. Und aus all diesen Infos, die der Leitstellenmitarbeiter erhält, formuliert er am Ende ein Wort. Das wird in einen Leitrechner reingetippt und dahinter liegt eine ganze Menge Taktik und Intelligenz im Rechner selber. Und der wirft dann raus, zu dieser Einsatzstelle fahren jetzt folgende Autos und so weiter. Und wenn man selbst jetzt alarmiert ist, dann habe ich diese Information tatsächlich. Also die Einsatzadresse und wahrscheinlich auch,
anhand dieses Einsatzstichwortes kann ich mir ungefähr ausmalen, was da auf mich zukommt. Aber das war es dann auch schon. Sie haben dann ja über diese Tätigkeit, über die vielen Jahre, die Sie dabei sind, ein Buch geschrieben mit dem Titel Rettungsgasse, wo Sie Ihre Erlebnisse, Ihre Erfahrungen zu Papier gebracht haben. Und Jürgen Dumm hat immer erzählt, wie es dann war, wenn man per Telefon von Schicksalen, von Begebenheiten erfahren hat. Sie haben die dann erlebt, diese Begebenheiten. Und dann schreiben Sie auch beispielsweise über Ihre, ist jetzt ein ernstes Thema, erste Leiche. Ja. Meine, da muss man durch. Klar. Da kommt man irgendwo hin und es ist für einen Menschen zu spät und man sieht jemanden, der bei einem Brand ums Leben gekommen ist. Ja. Was haben Sie danach gemacht? Man geht eigentlich zum Tagesgeschäft über, weil man diese Informationen, diese Bilder, die sieht man. Man hat ordentlich Adrenalin, man verarbeitet sie. Und man muss dann auch relativ schnell lernen, dieses Erleben abzuschütteln. Gibt es keine Psychologen, die euch da ein bisschen auffangen danach? Also ich sag mal, für so einen in Anführungsstrichen einfachen Fall jetzt nicht. Mhm. Wir haben neuerdings, das ist eine Entwicklung, die ich sehr begrüße, in den Feuerwehren, sogenannte PSU-Teams, psychosoziale Unterstützung, die einfach dafür da sind, damit den Kollegen, die solche schlimmen Einsätze erleben, schlimm, wenn zum Beispiel Kinder zu Schaden kommen, ganz schlimm, das nimmt uns immer sehr besonders mit, dass wir dann oder mehrere verletzte, schlimme verletzte Verletzungen oder gar Tote, dann bieten wir oder wird angeboten, dass man ins Gespräch kommt. Also diese Denke, Feuerwehrmänner, so nach dem Motto früher, Indianer weinen nicht, das hat man dann auch auf Feuerwehrleute ein Stück weit übertragen. Davon sind wir zum Glück weg. Ich habe das zum ersten Mal so zur Kenntnis oder überhaupt wahrgenommen, als dieses schreckliche ICE-Unglück war. Ja. Das ist ja auch einige Jahre her. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich wahrgenommen, da sind Psychologen, die den Helfern helfen, damit sie damit fertig werden. So drang das sozusagen in mein Bewusstsein. Ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren überhaupt erst so entwickelt, dass es eben so war. Aber andererseits haben sie natürlich auch einen Beruf, in dem sie tatsächlich bergen und retten können. Mhm. Das ist dann die andere Seite, etwas gelöscht zu haben oder einen Unfall unter Kontrolle gebracht zu haben und Menschen tatsächlich gerettet zu haben. Das muss ja auch was sein, was einen dann mit einem unglaublichen Glück auch erfüllt. Demut würde ich jetzt auch dafür benutzen, dass wir einfach, man fährt nach Hause oder zurück im Wissen, ich habe etwas, habe jemandem oder wir, ist ja nie eine Einzelaktion, ist immer eine Mannschaftsaktion, also die ganzen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die da mitwirken. Wir haben jemandem geholfen, in welcher Weise auch immer. Und bei mir ist so, wenn der Einsatz zu Ende geht und man hört so dieses Klappern von der Schlauchkupplung, wenn die Schläuche wieder aufgerollt werden, das ist irgendwie so ein typisches Geräusch. Dann weiß ich, jetzt kann der Stress nach unten gehen. Jetzt sind wir quasi dabei. Ist geschafft. Wir rücken wieder ein, genau, wir rücken ein und haben es geschafft. Und dann ist man auch recht happy. Ich finde diese Arbeit so wichtig, was die Leute machen. Und man kann es gar nicht oft genug in der Öffentlichkeit unterstreichen, wie toll ihr arbeitet. Und umso empörender finde ich, wenn zum Beispiel Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit behindert werden. Mhm. Oder wenn eben die Rettungsgasse nicht bereitet wird. Ne? Ja, deswegen heißt das Buch natürlich auch so, Rettungsgasse, um nochmal darauf hinzuweisen. Es gab natürlich einen Tag im Leben, wir wissen alle, um welchen Tag es geht, vielleicht nicht vom Datum, Love Parade in Duisburg. Ja. Da, wo Sie arbeiten und leben, 24. Juli 2010. Da waren Sie eigentlich gar nicht da, Sie waren in Urlaub. Sie waren aber trotzdem da. Warum? Also es gab eine Urlaubssperre. Also im Prinzip war jeder gefragt. Also es war ja ein Ereignis ungeahnter Größenordnung. Und da war quasi jede Kraft erforderlich. Und wir hatten den Deal, wir sind an dem Wochenende um den 24. war ja mitten in den Sommerferien, sind natürlich die Leute dann auch wieder da, um quasi damit wir als großes Kollegium dann den Einsatz abwickeln. Und ich war im Urlaub eine Woche vorher, der kein Urlaub war, weil ich wusste, ich muss in wenigen Tagen zu diesem Einsatz nach Hause. Und danach war er kein Urlaub mehr, weil der Einsatz so endete, wie er endete. Der ja als ein Rettungseinsatz gar nicht geplant war, sondern es war im Grunde genommen eine Sicherheitsvorkehrung und niemand konnte ahnen, was da passieren würde. Genau. Wie viele Kollegen waren im Einsatz? Das werden schon einige Tausend gewesen sein, weil wir waren ja nicht nur mit unseren Duisburger Kollegen am Start, sondern auch umliegende Kommunen hatten uns ja Kräfte zur Verfügung gestellt. Ein solcher Einsatz dieser Größenordnung, den kann eine Stadt alleine gar nicht stemmen. Das ist unmöglich. Wir haben ja nicht nur den Einsatz abgewickelt. Man muss sich ja vorstellen, die Straßen waren ja dann auch gesperrt, wo die Besucher quasi entlang gingen oder wo wir Rettungswege uns quasi gebaut haben. Und trotzdem müssen wir gewährleisten, dass im gesamten Stadtgebiet jeder Bürger, der die 112 ruft, genauso flott
Hilfe bekommt, auch wenn er jetzt mal nichts mit der Love Parade zu tun hat. Deswegen haben wir für den Tag sogar extra Feuerwachen in Anführungsstrichen gebaut, also keine Gebäude, sondern haben im Prinzip vorhandene Gebäude, Schulen, haben wir quasi übernommen in Anführungsstrichen und haben dort dann Feuerwehrkollegen untergebracht. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass nach diesen schrecklichen Geschehnissen 21 Tote und viele, viele Verletzte, die ihr Leben lang traumatisiert bleiben werden, muss man noch mal ganz deutlich dazu sagen, dass Sie sich geschämt haben. Ja. Woher kam dieses Gefühl der Scham? Sie waren nicht verantwortlich. Sie haben versucht zu retten, was zu retten war. Und plötzlich kam auch in Ihrem Buch dieser Begriff, dieser Schwere. Ich habe mich geschämt dafür, dass wir als Feuerwehr, als diejenigen, die quasi auf der Visitenkarte stehen haben, retten, schützen, löschen, bergen, dass wir dieses Ding nicht, diesen Einsatz nicht glücklich zu Ende bringen konnten. Das hat mich damals sehr beschäftigt. Ich bin mit einem unglaublichen Schamgefühl wieder zurück in den Urlaub, der ja, wie gesagt, keiner mehr war. Ich weiß noch, wie ich in den Bahnhof ging und noch am Rand sah ich noch einige Leute von der Nacht zuvor in diesen Rettungsdecken liegen, die also wie Gestrandete sozusagen übergeblieben sind. Die kamen wohl in der Nacht nicht nach Hause. Und ich bin dann zwar in Zivil unterwegs gewesen, aber ich hatte irgendwie so dieses Gefühl, jeder erkennt jetzt auf den ersten Blick, der war dabei. Und konnte nicht helfen, nicht wirklich. Und er hat es nicht verhindert. Also so dieses Gefühl schwang damit. Und das war furchtbar schrecklich. Es ist wahrscheinlich psychologisch, das ist ganz anders, ob man zum Haus fährt, das brennt und man löscht es und hinterher ist es aus. Oder ob man dahin fährt und man konnte am Ende nur minimal Schadensbegrenzung noch betreiben. Ja, ein Kollege hat es damit verglichen, indem er sagte, wir waren im Prinzip Teil des Systems, also Teil des Unglücks. Wir haben ja von Anbeginn haben wir ja den Einsatz begleitet. Das ist ja ganz anders als sonst. Sonst gibt es irgendwann den Notruf und dann fahren wir mit den Autos dahin, mit Rettungskräften, in welcher Form auch immer. Löschen oder retten, schützen, wie auch so. Ja. Nur in dem Fall, an dem Tag, waren wir ja schon mit dabei und haben ja im Prinzip mitverfolgen können, wie die ganze Situation anschwoll und dann schließlich eskalierte. Haben Sie selber später psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Nein, keine professionelle psychologische Hilfe. Meine psychologische Hilfe war meine Frau, die mir also in unzähligen, stundenlangen Gesprächen zugehört hat und über die Monate mich immer wieder da aufgepäppelt hat. Und der Glaube. Neben Ihrer Frau auch der christliche Glaube, der Ihnen Halt gegeben hat. Ja. Wann haben Sie angefangen, nach dieser auch beruflichen Krise, so kann man es ja nennen, wo man nicht mehr weiß, was macht das für einen Sinn und überhaupt. Ja. Wann haben Sie angefangen, doch wieder zu sagen, das ist mein Beruf und meine Entscheidung war richtig und ich tue Sinnvolles? Das war ein langer Weg, bis ich diese Angst vor dem nächsten Einsatz, die Bedenken, die dann einfach mitschwingen, geht's diesmal gut? Die waren zwar völlig unbegründet, diese Bedenken, aber die waren nun mal da. Und mir hat mein christlicher Glaube sehr geholfen, im Speziellen ein Bibelvers, der mir damals sehr wichtig geworden ist, den ich im Prinzip buchstabieren konnte und wirklich nach Monaten erst verstanden habe, was da wirklich steht, dass Gott mir sagt, der Friede, mein Friede, der soll dein Herz bewahren, wenn du beginnst, deine Sorgen zu mir zu bringen. Mhm. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt für den einen oder anderen, aber das war der Gedanke, der mir am Ende die Hilfe und den Durchbruch verschafft hat, sodass ich wieder Oberwasser bekam. Darf ich noch was Grundsätzliches fragen? Im Prinzip nein, weil die Sendezeit vorbei ist, lieber Jürgen. Das kannst du gerne im Anschluss daran tun, weil wir alle dabei. Ich finde es aber genau die Stelle und die Zeit, der letzte Satz sozusagen dieser Sendung, dass wir Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen danken und Ihnen Respekt zollen für das, was Sie machen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Jörg Helmholtz. Entschuldige, Jürgen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie zugeschaut haben für Ihr Interesse. Nächste Woche sind meine Kollegen Susan Link und Micky Weißenherz wieder dran. Unter anderem kommt Gabi Köster. Ich werde es mir in Ruhe anschauen, mit großer Freude. Und ich bedanke mich heute beim Publikum und natürlich bei meinen Gästen. Vielen herzlichen Dank, ein schönes Wochenende. Tschüss zusammen.